Couch. Herzlich willkommen zur 64. Folge der Bullaffen Couch, die erste in diesem Jahr. Heute mit etwas dezimierter Runde. Die Apfelkerne ist da. Hallo. Der Markus sitzt daneben. Hoi. Und ich bin derjenige mit der etwas krächzigen Stimme, aber auch langsam wieder aus dem Krankenlager entlassen worden. Juhu. Yay. Ja. Zeit. Wir hatten dieses Mal recht viel Feedback. Ich denke mal, Markus kann das am besten zusammenfassen. Ja, der Michael hat uns geschrieben, dass er uns gerne hört und sagt Danke und besonders auch für die ausführlichen Shownotes. Ja, machen wir gerne. Wir haben da natürlich auch einen Vorteil von, wenn wir das schnell wiederfinden, was wir irgendwann mal besprochen haben. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. Dann hat sich die Miriam noch über die neue Folge gefreut. Nee, sie wünscht sich eine neue Folge und wünscht sich die Themen Verhütung und Freundschaften, nachdem die Schule vorbei ist. Freundschaften hatten wir, glaube ich, schon mal so ähnlich, ne, Apfelkern? Ja. Können wir natürlich auch noch drauf eingehen. Und Verhütung steht jetzt auf jeden Fall bei uns mit in der Themenliste. Und da könnten wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen dann. Ja, sollten wir uns nicht zu lange damit Zeit lassen. Vielleicht ist es ja dringend. Okay. Also sagen wir mal schon mal vorweg, Verhütung ist eigentlich grundsätzlich erstmal was Gutes, außer man möchte Kinder bekommen. so kurz umschrieben. Dann hat uns noch der Intergalactic Ape Man geschrieben. Da haben wir uns jetzt aber vor der Sendung darauf geeinigt, dass wir darauf warten, bis Spritti und Connor mal wieder in der Sendung dabei sind, weil sich der Kommentar überwiegend auf die Sendung bezogen hat, wo die beiden zusammen gequatscht haben. Ja. Gib's zu. Du hast nur keine Lust, diesen Blogpost und deinen Blogpost alleine zu lesen und wartest darauf, dass wir wieder fünf sind und uns den Text in kleine Abschnitte teilen können. Ja, das ist ja auch heftig, wie viel der geschrieben hat. Aber schön. Freut mich. Das nennt sich engagiertes Hörertum. Ja. Danke. Ja. Und jetzt sind wir wieder da im neuen Jahr. Normalerweise hätte es vielleicht schon ein bisschen eher eine Sendung gegeben, hat aber leider nicht ganz geklappt. Ne? Knut hat ja anfänglich schon gesagt, gesundheitlich ging es bei uns allen, ja, was heißt bei uns allen, zumindest bei Knut stimmlich verschlagen, ne? Ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie vor Weihnachten, also quasi kurz vor meinem Urlaub angefangen mit so einer ersten kleinen Erkältung, habe dann dreimal schön nachgelegt, also so vier in Folge. Und die vierte hat mich dann so vollkommen zersäbelt. Irgendwie bis Ende meines Urlaubs am 6. hatte ich so gar keine Stimme, konnte noch so ein klein wenig flüstern, ansonsten ging gar nichts mehr. Mhm. Und jetzt so langsam und allmählich kommt die Stimme wieder. Und ja, so diese Woche, Anfang der Woche hatte ich noch Bedenken, ob wir überhaupt diese Woche senden können, beziehungsweise ob ich überhaupt dabei sein kann. Weil hatte immer noch wieder Aussetzer. Aber es scheint ja langsam wieder in die Richtung zu gehen, dass ich dann auch ordentlich sprechen kann. Mhm. Das ist doch schön, weil was ist ein Podcast da ohne Stimme? Gute Frage. Ich weiß auch nicht, irgendwie mein Immunsystem ist auch nicht mehr das, was das früher mal war. Ich bin zu Weihnachten zu meiner Familie gefahren und mein Bruder war so leicht erkältet und zack, war ich auch direkt richtig stark erkältet eigentlich, aber das ging zum Glück schnell vorbei. Manchmal hat man das ja, dass das irgendwie richtig lange sich rauszieht, jetzt wie bei Knut zum Beispiel, aber bei mir war das jetzt nach ein paar Tagen gegessen, außer so ein bisschen Nase laufen über die Wochen danach. Na, irgendwie mit der Erkältung selber war ich recht schnell wieder durch. Also irgendwie so meine typischen 9-10 Tage, dann bin ich mit einer Erkältung durch. Nur es hatte halt irgendwie dabei die Stimme völlig zersäbelt und bis so eine Stimme wiederkommt, das dauert irgendwie ewig. Gib's doch zu, Erkältung war jetzt zu langweilig. Du hast gesagt, ich hätte gerne Level 2, du hast Level 2 gekriegt. Ja, ich tippe ja inzwischen so nach Symptome googeln, was man ja niemals tun soll, weil es garantiert ein Tumor oder ich bin schon tot. Also ich habe erstmal gefühlt, ich habe noch Puls, zum Tod bin ich scheinbar nicht. Da muss es also ein Tumor sein. tippe ich inzwischen irgendwie auf eine Kehlkopfentzündung oder so ein Mist. Aber ich habe ja die Vermutung, dass du heimlich auf dem Rockfestival warst und da voll einen drauf gemacht hast und deswegen keine Stimme mehr hast. Ja, das war sowieso so herrlich, als ich nach Silvester beim Bäcker war. Meinte die
Verkäuferin da dann auch, na, wohl etwas mehr gefeiert, was? Ja, herzlichen Dank auch. Ja. In dieser Gesellschaft bist du abhängig von deiner Stimme. Ja, ist tatsächlich so. Ich habe irgendwie, muss ja einkaufen und bring mal den Leuten bei, was du haben willst, ohne dass du es ihnen sagen kannst. Oder geh mal irgendwie an die Kasse, sag dabei nichts, weil du einfach gerade nichts sagen kannst. Du wirst gleich angeguckt, weil es ist so, gilt als so scheiße unfreundlich. Wie kommen dann eigentlich überhaupt Leute, die keine Ahnung, ab Geburt keine Stimme haben, wie kommen die eigentlich in unserer Gesellschaft klar? Weil kein Schwein versteht Gebärdensprache. Ja. Und ja, Stimmenkommunikation funktioniert bei denen halt überhaupt nicht. Weil aus Gründen. Mhm. Und die müssen auch dauernd irgendwie angemacht werden. Du, ein freundliches Arschloch, du könntest mich ja wenigstens mal grüßen. Die werden da wahrscheinlich so einen Standardzettel haben, schieben so rüber, ich bin taubstumm. Okay, dann würden sie es nicht verstehen. Aber ich bin stumm. Ja. Sie werden damit umgehen vor allem können. Einige Leute verstehen es noch, wenn man dann auf den Hals deutet und so eine Ist-nicht-Geste macht. Die begreifen dann, dass man keine Stimme hat. Aber viele Leute raffen es dann auch so überhaupt nicht und bölken einen an, wie unfreundlich man denn sei und was weiß ich was. Finde ich dann auch irgendwie schon krass. Ja. Aber mittlerweile kann man sich ja vielleicht auch mit technischen Hilfsmitteln dann verständigen aus. Oh, wirkt zwar eventuell ein bisschen merkwürdig, wenn man da mit einem iPad irgendwas hinschreibt oder so. Aber ja, vielleicht ist das ja möglich. Wenn wir in Deutschland ja endlich Englisch als Amtssprache einführen würden, dann könnte man sich ja auch endlich mit einer Text-to-Speech-Engine behelfen. Ergo, man tippt das Ganze ein, man lässt es einfach das iPad kurz vorlesen. Problem gelöst. Aber die deutschen Text-to-Speech-Engines sind halt alle scheiße. Ja, da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Naja, die Mac-User können es einfach mal testen, einfach mal ein Terminal aufmachen, Say, Leerzeichen und dann das, was sie vorlesen lassen wollen. Es kommt da teilweise so ein Bullshit bei raus, wenn man versucht, einen deutschen Text vorlesen zu lassen. Das kenne ich aber. Das hatten wir im Unterricht mal, dass jemand das auf dem MacBook irgendeinen Lehrbuchtext abgetippt hat und vorlesen lassen hat. Und es war einfach so zum Totlachen. Ja. Ja. Aber wir stellen auf jeden Fall fest, Weihnachten mit Familie, herzlichen Dank, Seuchenübertragungsherd Nummer 1. Ja, nein. Aber wie war es denn bei euch? Habt ihr schön Weihnachten gefeiert oder war es stressig? Nein, Weihnachten ist doch nicht stressig. Weihnachten ist die Entspannung pur. Also nicht. Weihnachten ist überhaupt nicht stressig. Die Leute rennen nur irgendwie durch die Gegend wie so ein angestochenes Schwein und wollen alles möglichst noch gestern erledigen, weil Weihnachten kam ja erstens so wieder vollkommen überraschend. Das heißt, so Geschenke hat man natürlich nicht schon mal vorher besorgt, sondern muss sie noch so im letzten Drücker besorgen, / basteln, / was auch immer. Und dann die Vorbereitung fürs Fest, weil der Tannenbaum darf natürlich auch erst kurz vorher gekauft werden, sonst naht er ja schon. Außer man benutzt, wie Bekannte von mir, einfach einen Plastiktannenbaum seit Jahren immer wieder. Der nadelt dann auch nicht, da hat man auch den Stress nicht. Und muss dann halt den Tannenbaum schmücken und muss das Weihnachtsessen vorbereiten. Und ich denke mir dann nur noch, wäre ich doch zur Arbeit gegangen. Also ein Plastikbaum hat ja mal so gar keinen Weihnachtsflair. Der riecht nicht. Und wenn man Nadeln abfackelt, dann gibt es auch so hässliche Kunststoffdämpfe. Nee. Right. Wenn du Nadeln abfackelst an einem Weihnachtsbaum, am besten an einem Weihnachtsbaum, der schon so seit 2 Wochen da steht. Ich kann mal gucken, ob ich das Video finde, dann verlinken wir es mal in den Shownotes. Das knistert so, das ist genauso, wenn du Zitronenschalen nimmst und knickst und das Öl aus diesen Poren außen spritzt auf eine Flamme, dann zischt das auch. So ähnlich ist das mit Tannenbaumnadeln, die du verbrennst. Ja. Nein. Gut. Das gehört dazu. Bringt alle Feuerzeuge in Sicherheit. Lasst Apfelkernen die niemals kriegen. Also wenn Apfelkernen euch mal irgendwie besucht, liebe Hörer, rettet die Feuerzeuge. Die müssen weg. Okay. Aber mir war das ehrlich gesagt schon ziemlich chillig. Also wir haben uns da keinen großen Stress gemacht in der Family.
Ja, aber was gab's bei euch zu essen? Bei uns gab's ganz einfach ja so Steaks und Salat und ja so ein paar Beilagen, Kroketten und sowas. Ich habe dann sogar zum ersten Mal zu Weihnachten die Steaks also zum ersten Mal gekocht auf Weihnachten. Und dazu habe ich eine App benutzt. Steakmaster oder so heißt die. Sonst hätte ich das Steak natürlich auch nicht hingekriegt, weil das so schwer ist, ein Steak vorzubereiten. Aber da wird dir dann so genau die Minutenanzahl, dann kann man vorher schauen, wie möchtest du das haben. Und das passt auch relativ gut. Also ich war ganz überrascht. Aber dadurch, dass ich dann halt ein paar mehr machen musste, war das nicht so, sag ich mal, nicht so schön wie zu Hause, wo ich jetzt eins für mich mache oder so. Wait, du brauchst ernsthaft eine App, um Steaks Ja. Nein, ich kriege das auch so hin. Aber das war einfach ein schönes Experiment so für mich. Ich habe dann, man muss dann halt am iPhone selbst die Dicke des Steaks eingeben. Dann muss man sagen, ob man das Ganze mit dem Backofen oder ohne einen Backofen zubereiten möchte. Und dann wird dir gesagt, okay, du legst jetzt hier die Alufolie bereit. Dann macht das Fett heiß. Wie kann man prüfen, ob das Fett heiß ist? Wird dir dann auch noch gesagt, sollte man das nicht wissen. Und dann Immer schön die Finger rein. ja, zum Beispiel. Oder halt einen Holzlöffel oder sowas, ne? Und ja, dann Liebe war das schon Hörer, schön. das war nicht ernst gemeint. Bitte haltet die Finger nicht in heißes Fett. Doch, haltet eure Finger in heißes Fett. Frittierfett. Stellen Sie fest, ob das Frittierfett schon warm sind. Warmes Wir haben ja auch einen Finger Bildungsauftrag, das rein. sollte man machen. Ja, ruft doch die Kollegen vom Rettungsdienst vorher an. Ja. Ja, und wenn es dann wehtut, dann ganz schnell vielleicht noch ein Glas Wasser ins Fett. Und dann noch mal reinhalten, dann wird's besser. Ruft doch auch die Kollegen von der Feuerwehr gleich vorher an. Die freuen sich, wenn sie schon vor Brandausbruch am Einsatzort sind Wenn du und das schon mal Wasser rein, auspacken können. wenn du das Wasser reinkippst, dann hilft auch einfach schon, die Hand drüber zu halten. Da musst du gar nicht mehr die Mühe nehmen, auf dich nehmen, die Hand reinzuhalten. Ach, wozu? Einfach in die Nähe stellen, das reicht schon. Da brauchst du nicht mal was drüber halten. Vielleicht unterm Tannenbaum. Ja. Ist eine Ja. Möglichkeit. Und Steak-App, meine Assoziation ist absolut, du nimmst das iPhone, wählst die Steak-App aus und Richtig, packst dein richtig. Steak aufs iPhone. So Gibst ein, wie ähnlich. dick es ist, und dann gart es. Nein, nein. Eine Aber du musst Alufolie ja, davon. also man kann ja die Dicke am iPhone selber einstellen. Da muss man das so ein bisschen, man sieht dann tatsächlich so eine Steak-Abbildung und man zieht das da nach oben oder nach unten und dann ist man wirklich dazu geneigt, das Steak, was man hat, ans iPhone-Display zu halten, um zu gucken, wie dick das jetzt tatsächlich ist. Herrlich. Danach erstmal iPhone desinfizieren. Ja. Ach was, danach iPhone erstmal ablecken. Nicht das iPhone braten, sondern das Steak, ja? Oh, das Steak auf dem Display sieht so geil aus. Klack, iPhone in die Pfanne. Oh, wait. Ne, aber jetzt, ich sag mal so, Steak machen ist ja wirklich total einfach. Aber was, glaube ich, schon vielleicht eine kleine Herausforderung ist, denke ich mir, wenn man jetzt wirklich im Restaurant ist und man muss, was weiß ich, ein Steak-Restaurant oder so, man muss für sehr viele Leute Steaks machen. Ich glaube, das ist schwer, da so individuelle Wünsche jedes Mal zu treffen und gleichzeitig schnell die Steaks auszuliefern. Oder vielleicht gibt es da Tricks oder so, aber muss mir vielleicht mal jemand erklären. Ich glaube, das ist einfach Erfahrung bei den Köchen. Aber Ja. sag übrigens nicht, dass Steaks machen einfach ist. Ich Nicht? kenn da so diverse Menschen, wenn die ein Steak machen, dann nimmt man dieses Steak danach am besten, geht damit zum Schuster und lässt die Löcher in den Schuhen flicken. Also in der Sohle. Ja, Weil klar. es ist dann Schuhsohle. Man könnte genauso gut auch gleich auf dem Autoreifen rumkauen. Schmeckt zwar etwas anders, aber hat die gleiche Konsistenz. Hat dein Steak Profil oder wie? Kommt auf die Pfanne an. Ach Es gibt so. ja so diese geriffelten Pfannen, Ah. dann hat das Steak auch leicht Profil. Die Gretchenfrage, was darf es denn für euch sein? Komplett durch? Medium oder so englisch? Also wer Steak durchgart, der fliegt raus, ganz ehrlich. Blondig. So rare bis medium. Ja, ist auch meine Präferenz. Obwohl so ganz rare, so wo gerade nur mal eine Minute an außen an Hitze, das ist dann doch irgendwie, ist mir dann, das schmeckt mir nicht so. Aber ein bisschen blutig sollte es schon sein. Also ich glaube, dass auch kein Steak schmeckt, was jetzt wirklich total durch ist und wo man kein rotes Fleisch mehr innen sieht. Das schmeckt einfach nicht. Ja, sehe ich auch so. Das ist irgendwie die einzige Form, in der Rosas wirklich gut ist. Im Steak. Und Lachs.
Ja, okay, okay. Aber das ist ja Lachsfarm. Das musst du schon differenzieren. Ich weiß, du bist ein Mann, aber trotzdem. Ja, okay, okay. Lachsfarm. Markus, was hast du getan? Fang keine Farbdiskussion mit deiner Frau an. Das geht immer schief. Ach, es gibt ja so komische Farben und auch noch so merkwürdige Namen teilweise, ne? Ja. Lass von bitte. Kamel über Kaki bis hin zu Mof und Top. Was, Mof? Noch nie oder gehört. Noch nie also der einzige von dem, was du gerade gesagt hast, was ich kannte, war Kaki. Naja. Du brauchst eine Farbweiterbildung, wie es mir scheint. Total. Ja. Ja, worüber wir uns wahrscheinlich nicht streiten müssen, weiß. Cremeweiß? Reinweiß? Schneeweiß. Okay. Schneeweiß, richtig, richtig. Oh, verdammt, was habe ich getan? Ja. Aber du als Schnee Entwickler müsstest ja eigentlich in Hexcodes auch alles sagen können, oder nicht? Ja, aber ich kenne keinen Namen dazu. Ich kann dir großen Hexcode dazu sagen, aber keinen Namen. Ja, okay. Ist ja auch schön. Und in welcher Farbe hättest du dein Sofa gerne? Hexcode eingeben. Ich kenne keine, erzähl mal. Ja. 00000 für weiß. Ist gerade schwarz. Ja, schwarz. F, wer weiß. Mein ja. Gott, Fail. Total verpeilt. Fail. Ja, aber schwarz ist doch praktischer als weiß. Das wird so dreckig. Schnee wird ja auch selten dreckig. Ja, schwarz ist nicht mehr praktischer. Schwarz siehst du jeden kleinen Flusen, wenn du irgendwie mal keine schwarzen Klamotten trägst. Okay. Also mal so stimmt. Besuch hast, der irgendwie eine beige Hose trägt oder sowas. Sowas würde ich mir doch nicht okay, einladen. Die schmeißt man eh gleich raus, aber... Naja. Eine beige Korthose. Richtig. Oder so eine Kord-Jeans-Kombinathose. Weißt du? Ja, das ist super. War irgendwann auch mal modern. Fand ich grausam. Ja. Ja. Gut, kommen wir mal wieder zu Weiß und Weihnachten. Seid ihr eingeschnallt? Momentan, aber zu Weihnachten nicht. Da war Sommer. Warst du in Australien? Nee, aber was weiß ich, wie das war. Teilweise über 15 Grad, oder? In der Zeit so rum? Oder vertue ich mich? Also sauwarm irgendwie für die Zeit. Na, stimmt. Oder 10 oder 15. Deutlich über 0. Ja. Ja, jetzt hat es hier irgendwie auch in den letzten Tagen wieder so minus 5, minus 6, wo ich mir auch noch dachte, geh weg. Ja, viel zu kalt. Und wir haben so 3 Zentimeter Schnee. AKA, nicht okay, mach das wieder weg. Wir haben gar keinen Schnee. Vorausschau für morgen, minus 3 bis minus 9 Grad Schnee. Samstag, minus 6 bis minus 10 Grad Schnee. Sonntag, minus 5 bis minus 6 Grad. Kein Schnee. Okay, Vorausschau. Dann mache ich auch mal mit. Heute minus 1 bis minus 4. Bei Schnee 1,12 mm. Freitag minus 4 bis minus 8, kein Schnee. Samstag minus 6 bis minus 8, kein Schnee. Sonntag minus 4 bis minus 5, kein Schnee. Kein Schnee für Wedel-Hamburg. Finde ich gut. Grund genug für einen Location-Wechsel. Das ist ja widerlich, dieses ganze Schneegedöns hier. Ja, aber hier liegt gerade... Schon ein bisschen mehr so. Schon über 10 Zentimeter, würde ich schätzen. Ich finde das aber manchmal, also wenn man jetzt keine Verpflichtung hat, die erfordern, dass man großartig weit wegfährt, dann finde ich das manchmal ganz schön, wenn da draußen schneit, man sitzt so drin und Heizung ist an. Also wenn man genügend Vorräte hat und ansonsten nicht raus muss. Also genau. nicht gezwungen wird, rauszugehen, sondern dann freiwillig raus in den Schnee geht, dann ist das okay. Ja. Aber wenn man irgendwie so zur Arbeit muss, auch so alleine meine 14 Kilometer einer Straße folgen, bei Schnee ist das einfach kacke, weil die können alle nicht mehr Auto fahren, sobald sie eine Schneeflocke sehen. Die drehen alle völlig am Rad. Ja, die Bahn genauso. Hui, eine Schneeflocke. Chaos auf allen Strecken. Ja gut, das war ja Bahn ja eh normal. Ja, finde ich aber trotzdem nicht okay, weil Alternativwege zur Uni habe ich irgendwie keine. Selbst wenn ich laufe, komme ich irgendwann an, aber... Nimm ein Taxi. Möchte ich nicht. Pleite nach einem Tag. Na super. Ja, genau. Bildet Fahrgemeinschaften.
Fahrgemeinschaften, auch ein schönes Stichwort. Ich habe in letzter Zeit mal so ein bisschen geguckt, mir die Flink-App angeguckt, weil ich doch in letzter Zeit etwas öfter, etwas weiter unterwegs bin und guckte dann mal so, weil ein Bekannter von mir schrieb, manche Leute bei Flink, das ist so ähnlich wie Mitfahrzentrale, also man stellt einen Fahrer an und dann können Mitfahrer sagen, hey, ich will mit. Und dann gibt es halt so, Flink berechnet dann so kleine Vergütungen. Also zum Beispiel auf der Strecke Hamburg-Berlin sind das irgendwie so knapp 20 Euro. Und der Bekannte meinte dann, manche denken auch, das ist irgendwie so ein Taxi-Service. So Abholung einer Haustür, Lieferung bis Haustür und dann so Taxi-Freundlichkeit halt. Und ich guckte dann mal so aus Spaß in der MyTaxi-App, was eigentlich ein Taxi von Hamburg nach Berlin kostet. Und kam irgendwie so auf 470 Euro oder irgendwie sowas. Ja. Obwohl, wenn du dann vereinbaren, also wenn du die Zentrale anrufen würdest, müsstest du vielleicht auch für die Hälfte kriegen, ne? Okay, da ist selbst die Bahn günstig gegen. Ja, okay. Und die spare ich mir schon, weil sie zu teuer sind, weil ich mit dem Wagen tatsächlich günstiger die Strecke hinkriege. Auch sogar alleine. Ich hoffe ja immer noch, nachdem das jetzt hier mit dem Gesetz geändert wurde, dass auch über Fernstrecken Busse eingesetzt werden, dass die Bahn da so ein bisschen drauf reagieren muss, dass sie eventuell ein bisschen unter Preisdruck gerät. Ja, es gibt ja diesen komischen Hamburg-Berlin-Linienbus-Gedöns. Ich fahre an dem Ding dann jedes Mal mindestens zweimal vorbei, weil ich irgendwie zwei von den Karren begegne. Mhm. Aber irgendwie, erstens sehen die Dinger jetzt nicht so knülle aus, diese Busse. Zweitens, dann, was da teilweise drin sitzt, ist auch ein Knaller. Und dann drittens, wenn du ordentliche wenn du wirklich Sparpreise haben willst, also so für 9 Euro Hamburg-Berlin, dann musst du dann eigentlich auch schon ein halbes Jahr im Voraus wissen, wann genau du denn fahren willst. Ja. Und ansonsten sind die halt auch schon wieder ziemlich teuer und sparen kaum noch Geld gegenüber einer Fahrt mit dem Wagen. Ja. Ich finde, damit verlieren sie auch irgendwie ihr großes Angebot. Hamburg-Berlin für 9 Euro, wenn sie denn Sternchen ein halbes Jahr vorher buchen. Ansonsten zahlen sie 50 Euro und da sind sie mit der Bahncard auch günstiger dran. Ja. Und schneller. Ja, und vor allem irgendwie, wenn ich mir überlege, also ich brauche mit dem Auto 2,5 bis 3 Stunden bei freier Strecke. So ein Bus fährt bedeutend langsamer als so ein Auto. So in der Regel. Das heißt, die brauchen wahrscheinlich dann irgendwie so 3,5, 4 Stunden. Das heißt, ich sitze dann 3,5 bis 4 Stunden mit irgendwelchen komischen Menschen in einem kleinen Linienbus, der irgendwie 12, 14 Meter lang ist und 2,50 Meter breit. herzlichen Dank. Könnte ich dann doch bitte aussteigen? Ich rufe mir dann ein Taxi. Das ist ja sowieso immer mein Problem, weil ich ja auch so groß bin. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass dann... Ja, hatten wir. Ja, meine Beinfreiheit extrem begrenzt ist. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich war echt schon mal ganz kurz davor, so eine Petition, gibt da so Petitionen, die man so einreichen kann, ne, online zu stellen, dass es eine gesetzliche Pflicht geben soll, dass so und so viel für Menschen bis 2 Meter Beinfreiheit existieren soll. Scheiß auf Wirtschaftlichkeit, das soll es einfach geben. Ja, da kommst du aber in so einen Standardlinienbus, also das, was so auf Nahstrecke so im öffentlichen Personennahverkehr verkehrt, wo so normalerweise so 45 Sitzplätze und 55 Stehplätze oder so drin sind, dann hast du da plötzlich nur noch 20 Sitzplätze. Weil ich meine, ich bin keine 2 Meter groß und ich passe nicht zwischen diese Scheißsitze, weil meine Oberschenkel zu lang sind. Ja, das geht doch nicht. Also ich finde das unmöglich. Das ist eine Qual dazu. Stell dir mal vor, diese Beinfreiheit, die ich jetzt zum Beispiel in den Stadtbussen von Münster habe, wenn ich die jetzt auf einer Strecke von Berlin-Köln oder Berlin-Hamburg hätte, da würde ich doch kaputt gehen. Sie entsprechen nicht unserem Transportformat. Bitte versuchen Sie es mit einem anderen Transportmittel. Ich finde das diskriminierend. Ich fühle mich diskriminiert. Ja, Diskriminierung aufgrund von Körpergröße. Ich glaube, so hatten wir es auch schon genannt. Hört da mal nach. Genau. Hatten wir alles Hört schon. Da mal nach. Ja. Für Folge kleiner 30. Und größer 20 oder so. Aber stell dir mal vor, sie machen die Sitze dann so, dass wir da ordentlich draufsitzen können. So, und dann kommt da so ein 1,40 großer Mensch oder so. Wenn der Bus bremst, der fliegt doch voll auf die Schnauze und landet zwischen den Sitzen. Ach ja, dann sollen sie gute einführen. Ist das nicht sowieso schon verpflichtend irgendwie? Ich sehe das nur so selten in Bussen. Sie sind kein genormter Passagier. Bitte aussteigen. In Nahverkehrsbussen ist es, glaube ich, nicht Pflicht.
Und im Fernverkehr, Bussen, also Reisebussen, ist es, glaube ich, Pflicht für da, wo du nicht mit der Nase an dem Sitz bremst, sondern über so eine Brüstung oder so rüberfliegen würdest, also auf diesem vorderen Sitz. Mhm. Ansonsten gibt es tatsächlich, glaube ich, keine Gurtpflicht für Busse oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, ich bin kein Busfahrer. Ich darf die Dinger nur für Überführungsfahrten fahren, das ist mir eh scheißegal. Ich glaube auch Busfahrer in Deutschland, die haben es hier nicht so leicht, ne? Also ich habe immer den Eindruck, dass die irgendwie nicht so freundlich behandelt werden. Ich muss immer dabei sagen, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast gesagt, aber ich war mal eine längere Zeit in Holland und da fand ich das so faszinierend, dass die da immer den Busfahrer gegrüßt haben und sich verabschiedet haben, teilweise mit Handschlag und so. Und hier ist das nur so ein Typ, jetzt will er mich schon wieder kontrollieren. Irgendwie. Ja, aber irgendwie, ja. Es liegt am Teil auch recht an den Busfahrern, weil wenn ich mir die Busfahrer hier angucke, ich habe früher in der Nähe von Bremen gewohnt und da waren doch viele recht freundliche Busfahrer. Die habe ich dann halt auch geschwind auch gegrüßt, sie haben zurückgegrüßt, einige kannte ich dann weil ich über lange Zeit mit Bus gefahren bin, kannte ich dann auch tatsächlich irgendwie meinen Namen. Und das war halt auch einfach so ein freundliches Miteinander. Wenn ich mir hier teilweise die Busfahrer vom HVV angucke, das ist irgendwie so die Unfreundlichkeit in Person. Die könnten auch Einwohner in Berlin sein. So fies jetzt. Nee, ganz ehrlich, als Hamburger fühle ich mich in Berlin extrem unwillkommen, weil hier ist es, man sagt ja immer so, die Hamburger sind voll komisch oder generell die so im Norden wohnen, die sind voll komisch. Ganz ehrlich, die finde ich, es ist zwar irgendwie so eine kühle Freundlichkeit, aber es ist eine Freundlichkeit da. In Berlin, du sagst ein Wort, du wirst zusammengeschnauzt wie sonst was. Und denkst dir noch, ey, Alter, was habe ich dir eigentlich getan? Ich mag die Stadt auch nicht, aber musst du das an mir auslassen? Ist es irgendwie so, dass alle unter Stress sind und wenn man zur Bahn runter will, dann kommen alle einem entgegengerannt und was jetzt Rechtsverkehr ist, ist dann auch egal. Und da kommt noch irgendwer und hieft seinen Kinderwagen dazwischen und Gedrängle und Geschubse und angenervt vom ersten Vorfall blöffen sie den zweiten an und sind unfreundlich zu ihrem Kaffeeverkäufer und starren alle auf ihr iPhone und tippen drauf rum und ja. Stimmt, diese Hektik ist in Berlin auch viel schlimmer als in Hamburg. Ach, zum Busfahren, da fällt mir gerade noch ein, kann ich vielleicht eine ganz kleine Anekdote erzählen. Jetzt kürzlich war ich bei meinem Kumpel auch zum Podcast machen und bin dann relativ spät nachts, weiß ich nicht mehr, man kann nicht mehr nachts sagen, also war eine heftige Nacht, 6, 7 Uhr oder so, bin ich zurückgefahren, also schon ein Frühbus, war kein Nachtbus mehr. Und da war dann jemand, der hinter mir saß, der wirklich total betrunken war. Also der hat sich jetzt nicht irgendwie falsch benommen, der war einfach am Pennen, ne? Und hat dann zwischendurch auch sein iPhone, das neueste, einfach auf den Boden fallen lassen, habe ich ihn dann wieder in die Hand gedrückt. Dann bin ich irgendwann mal zum Busfahrer gegangen und habe gesagt, ich glaube, der ist total dicht, ich weiß nicht, nur damit sie wissen, dass der irgendwie hier rauskommt, ne? Und dann war aber auch schon meine Haltestelle da und ich bin rausgegangen. Ich würde mich jetzt mal fragen, so, was macht so ein Busfahrer dann, ne? Schubst er den raus und sagt hier, stirb! Oder ruft er irgendwie, weiß ich nicht, einen Krankenwagen, fährt er den zurück zur Zentrale? Ich weiß es nicht. Ja, der hat schon eine gewisse Verantwortung. Einfach raushetzen kann er ihn nicht. Ich habe sowas Ähnliches erlebt im ICE Hamburg-Berlin und war halt auch einer ohne Fahrkarte, so einfach eingestiegen, sah auch nach irgendwie ein bisschen verwahrlost aus und sagte, nö, er hat keine und seine Bank wollte eine kaufen, aber hat nicht funktioniert und die Bank hat nicht reagiert auf das, was er fragen wollte und er muss jetzt aber da fahren und hat dann ewig rumdiskutiert mit der Schaffnerin und er kann noch gar nichts dafür, das liegt an der Bank und hin und her und hat einfach komplett ignoriert, was sie gesagt hat und die haben da bestimmt eine Stunde lang diskutiert und ja, ist dann darauf hinausgelaufen, dass sie Daten aufgenommen hat keine Ahnung. Aber da ging es ja jetzt nicht darum, dass der eventuell dann verwahrlost irgendwie in der Kälte liegt oder so, wenn der aussteigen muss, oder? Ja. Oder okay, obwohl eventuell ohne das Geld hätte er dann nirgendwo mehr hingefunden oder so, ne? Das war vielleicht das Problem dann. Keine Ahnung. Ja. Einfach rausschmeißen geht nicht. Ja, also zumindest bei den Betrunkenen, das kann man, muss man eigentlich schon sagen, dass man den irgendwo abgibt oder so. Ja. Besonders jetzt gerade bei den Temperaturen.
Naja, im Zweifel, wenn er nicht mehr selber aussteigt, also nicht mehr freiwillig aussteigt, dann wird er durch Polizei und Rettungsdienst aus dem Bus entfernt. Ja. Ist nur die Frage so, ab wann ist so ein Rettungsdiensteinsatz gerechtfertigt, ne? Ich meine, der war jetzt irgendwie durch, ich habe versucht, ihn anzusprechen und ja, ich steige schon irgendwann aus, so ungefähr, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass man denken würde, ist jetzt ein kritischer Zustand oder so. Aber jetzt, der Busfahrer hat natürlich das Problem, der muss den irgendwann loswerden, auch mal aus dem Bus, ne? Ja, ich verstehe schon. Muss er sich suchen, was... Irgendwas, was im Kreis fährt. Also ich kenne auch so die Story, in Berlin gibt es eine Ringbahn und die fährt immer im Kreis. Und am Wochenende fährt sie durch. Ja, ich kann so bis auf mich nach Hause. Ich fahre erst mal 2 Stunden Ringbahn. Ja, okay. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann hast du auch das Problem mit dem Rausschmeißen nicht. Ja. Gab es den gleichen Tagesticket. Ja. Ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche entsprechenden Stellen so von wegen Bedürftigen. Aber der Busfahrer hat da nicht die Zeit, den da hinzubringen. Ich weiß es nicht. Muss man noch, ich frage da mal nach. Mach mal ein Podcast-Interview. Frag mal den nächsten entsprechenden Passagier, den du triffst. Ja. Naja, aber nach Weihnachten kamen ja auch noch hier andere Feierlichkeiten, Silvester. Was ging denn da bei euch ab? Vorsätze gefasst? Nö. Schon eingehalten? Oder? Keine Vorsätze, weil warum soll ich an irgendeinem bestimmten Tag im Jahr mir jetzt irgendwelche Vorsätze vornehmen? Wenn ich irgendwas ändern will, dann ändere ich es. Und was ich so an, was man so an Vorsätzen so klassisch an Silvester sich vornimmt, keine Ahnung, ich höre auf zu saufen, ich höre auf zu rauchen, trifft bei du mir. Du tust ja sowieso nichts. Genau, trifft bei mir eh nicht zu. Aber ganz ehrlich, irgendwie diese, ich trinke nie wieder einen Schluck. Ja, die sind doch 2 Wochen später eh wieder besoffen. Und genauso diese Leute, nein, ab diesem Jahr rauche ich keine Zigarette mehr. Nächste Party, bisschen Kippe, jo, fuck. In diesem Jahr wolltest du nicht aufhören zu rauchen? Nö. In diesem Jahr nehme ich 20 Kilo ab, aber erstmal noch 5 Pfannkuchen, ne? Schrecklich. Ja, das ist sowieso immer ein großer Fehler, glaube ich. Dieses mit, aber erstmal noch, also das, ich glaube, da ist schon die Einstellung total falsch. Ja, dann wärmt sich schon mal der Schweinehund auf. Ja. Ich glaube, das mit dem Abnehmen, das kommt eher so, an Weihnachten frisst man sich ja traditionell voll, bis man platzt. Idealerweise, bis man nicht ganz platzt, also, da gibt es immer so eine Sauerei. Dann liegt man bis Silvester im Futterkoma, dann nimmt man sich vor, boah, Alter, ich muss mal wieder abnehmen. Schließt dann die Mitgliedschaft im Fitnessstudio ab. Für mindestens ja, gutes 2 Jahre. Gewissen kaufen. Genau. Und dann kommt so die Silvester-Neujahrsfeier, also geht ja so direkt über. Dann gibt's da Chips und so weiter. Die Schüssel ist natürlich schon weit vor Mitternacht leer. Und man nimmt sich nochmal wieder vor, boah, das muss aber nächstes Jahr anders werden. So, ja. Keine Ahnung, irgendwie am 1. ist dann, nachdem der Kater langsam mal weg ist, Kaffee trinken mit der Familie, es gibt Kuchen. Boah, der Kuchen schmeckt aber lecker. ja. Na, ich glaube aber, also ich habe früher genauso gedacht eigentlich, aber mittlerweile glaube ich, dass so ein ganz kleines bisschen das vielleicht schon psychologischen Vorteil haben kann, wenn man, das muss nicht unbedingt der Jahreswechsel sein, das kann zum Beispiel auch, was weiß ich, ein Geburtstag oder irgendwie irgendein besonderer Tag sein, dass man sagt, ab da und da mache ich dies und das nicht mehr oder mache ich ab da und da jeden Tag dies, dass man dann irgendwie so eine Grenze hat und dann irgendwie in meinem Kopf hab, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich meinen Run sozusagen verkackt. Und das finde ich manchmal ganz interessant so. Ich meine, theoretisch kann man das ab jedem Tag starten, aber so ein bisschen, so und so viele Tage habe ich schon durchgehalten, ist vielleicht manchmal ganz interessant. Das ist, glaube ich, dann so dieses typische, ich fange morgen mit meiner Diät an. Ja. Halt quasi jeden Tag morgen, weil es gibt ja jeden Tag ein neues Morgen. Ja. Ich glaube, da ist irgendwie so dieses Deadline-Ding nicht so wirklich so das, was viel bringt. Ich glaube, da bringt eher irgendwie, keine Ahnung, seinem Freundeskreis zu erzählen, ich mach das jetzt und wenn ich es nicht durchhalte, keine Ahnung, gehen wir alle zusammen einen Saufen, ich gebe 50 Euro Getränke aus. Ich höre auf zu saufen, wenn ich schaffe, gehen wir saufen. Ja, klingt logisch, ne? Ja. Das mit dem, ich nehme mir was vor, habe ich nie wirklich gehabt, weil ich mir immer dachte, das kann ich jeden dritten Mittwoch im Monat anfangen, das kann ich bei jedem Vollmond anfangen, das kann ich immer anfangen, wenn ich will, ich brauche da keinen Jahreswechsel für. Also kann mir auch random irgendeine andere Zeitschwelle setzen. Und wenn ich was ändern will, dann muss ich das selber machen und nicht
weil der Jahreswechsel da ist. Das mit dem Gewissen kaufen kenne ich. Irgendwie so, ich nehme ab, ich räume jetzt alle Süßigkeiten weg, verschenke sie. Genau, geh danach einkaufen, weil wir brauchen ja noch so ein paar Lebensmittel und kauf dann gleich erstmal das Süßigkeitenregal leer. Nein, ich gehe ins Fitnessstudio, hole mir ein 2-Jahres-Abo, Gewissen gekauft und dann sehe ich da, hey, die haben ja tolle Powerriegel und eine Powershake und die sehen ja auch ganz lecker aus. Und dann kaufe ich mir davon eine ganze Stange von. Und denke, okay, zum Training ist ja anstrengend. Na, ich fange mal an mit Fitness. Ich esse jetzt diese Riegel. Genau, aber die Riegel sind so teuer, also nimmt man doch wieder den normalen Schokoriegel. Nee, die sind dann extra energiereich, weil ist ja für Athleten und kohlenhydratreich und so. Stimmt oder so. Dann geht das Ganze nach hinten los. Nö, ich glaube, ich muss mir in der Form kein Gewissen kaufen. Bringt nichts. Und vor allem Anfang des Jahres ist das Fitnessstudio bestimmt auch scheiße voll. Ja, aber es ist, also zum Beispiel bei McFit, weil McFit ist halt einer der günstigen Vertreter dabei, es ist extrem schön zu beobachten. Weil du hast so bestimmte Events im Jahr, übers Jahr verteilt. Du hast erstmal den Jahresanfang, da ist extrem knüllevoll die ersten 2 Wochen. Da brauchst du überhaupt nicht trainieren gehen, weil du kriegst eh keine Geräte ab. Da sind die ganzen neuen dabei. Dann ebbt das langsam ab und geht dann wieder in die Normalität über. Die haben alle schön ihre 2-Jahres-Verträge gekauft, aber sie sind dann nicht mehr da, weil war ihnen ja zu anstrengend. Das heißt, man kann wieder normal trainieren und die finanzieren halt den Kram mit. Und das, die nächsten Events, die dann dazukommen, ist halt, es eröffnet ein neues Fitnessstudio. Boah, ich müsste auch mal Fitness machen. Hin, da Vertrag abschließen, die ersten 2 Wochen ist das Ding Knüller voll, vielleicht die ersten 4 Wochen. Danach ist es auch wieder halbwegs leer und sehr erträglich. Und vorm Sommer, hallo, Bikini-Figur? Mhm, stimmt. Hält sich an Grenzen. Bei dir. Nein. Du trägst keine Bikinis? Nein, im Fitnessstudio, zumindest bei McFit, ist es mir nicht wirklich gut aufgefallen. Klar, es wird vielleicht ein bisschen mehr, weil, keine Ahnung, die Leute müssen trainieren, aber so wirklich einen Ansturm hat es da nicht gegeben, weil es eben nicht wirklich so ein Deadline-Punkt ist, sondern es ist eher so ein schleichender Prozess. Also mittlerweile glaube ich echt, dass diese Nicht-Fitnessstudio-Gier, so wie du sagst, eigentlich schon die Leute, die regelmäßig da sind, schon so ein bisschen subventionieren. Weil ich kenne ja zum Beispiel hier, hat irgendwie vor einem Jahr so ein Fitnessstudio in der Oma-Ecke eröffnet, das kostet 15 Euro im Monat. Das ist ja so niedrigstes Preissegment, würde ich sagen. Aber das ist so ganz vernünftig, ne? Da gibt's Getränke umsonst, das ist ja nicht irgendwie, sieht nicht schlecht aus, hat rund um die Uhr geöffnet. Und ich denke mal, dass sich da einfach, was weiß ich, relativ zentrale Lage, einfach so viele anmelden, dass sich das dann irgendwie für die rechnet, ne? Oh. Ja, ganz ehrlich, ich denke auch, dass bei mir für die Preise einfach dadurch zustande kommen, dass es so viele angemeldete Leute gibt. Und sehr viele davon gar nicht hingehen. Ja. Naja, aber ihr hattet keine guten Vorsätze? Nö. Naja, ich auch nicht so richtig, ne? Kann man nicht sagen, ne? Na, jetzt rück auch raus, wenn du so rumdruckst. Na, ich hatte mir im letzten Jahr eigentlich schon mal vorgenommen, abzunehmen und ich. Silvester habe ich mir halt gedacht, wäre schön, wenn du dieses Jahr ein bisschen intensiver schaffst, weil ich letztes Jahr nicht so ganz konsequent durchgehalten hatte. Aber das war jetzt kein konkreter Vorsatz, wollte mir jetzt keinen Druck machen, aber ich versuche mal ein bisschen dran zu denken. Ja, ich versuche mal ein bisschen dran zu denken. AKA ja. Wird eh nichts. Ja, nee, so meine ich halt gar nicht. Mal schauen. Wird sich dann, man kann ja also so ein Jahr auch als so Messpunkt sehen, ne? Also bei Gewicht abnehmen ist es ja meistens sowieso nicht ganz so gesund, von Tag zu Tag auf die Waage zu achten und eher so einen längeren Zeitraum im Blick zu halten, wie viel man da geschafft hat. Ja, ist vielleicht ein bisschen viel, aber so ein halbes Jahr oder so, kann man ja mal gucken. Na, ja. Wir können dich ja mal jede Folge dran erinnern. Markus! Markus, du sollst abnehmen! Du sollst trainieren, Markus! Das wäre schlecht. Nee, kein das Druck? Ist. Ja, doch, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu nervig. Ja, was hast du jetzt vor zu unternehmen?
FDH und Sport? Mal schauen. Sag ich doch, das wird nix. Ab morgen. Deine Abnahme beträgt also am Ende des Jahres plus 2 Kilo. Richtig, richtig. Ja, wird sich zeigen, wird sich zeigen. Minus 2 Kilo. Genau. Ja. Naja, werden wir sehen. Ich werde davon berichten. Ihr könnt mich ja vielleicht nochmal Ende 2013 dran erinnern und mich fragen und mich dann bloßstellen. Ansonsten können wir vielleicht mal zum nächsten Thema kommen, oder? Ja, könnte ja auch ein guter Vorsatz sein. Mal wieder mehr Filme gucken. Yay, wenn man dafür Zeit hat, ne? Das ist. Mach bloß also, keinen Stress mit Filmen gucken. Also für manche Leute wäre das echt ein guter Vorsatz. Meinst du zum Beispiel für unsere sehr geehrte Frau Appelkern? Zum Beispiel. Ach. Wollte ich mir sagen, ich würde keine Filme kennen? Ich kenne jetzt alle 3 Teile der Ringe. Ich habe nicht dabei geschlafen. Ja. Und okay, man musste mich wachhalten. Soll ich kurz auf die DVDs gucken, wann sie rauskamen? Weißt du mal aufzuschränken? Zumindest schon ein bisschen Filmgrundwissen, obwohl ich da ja auch nicht selbst gar nicht so gut drin bin. Ah, da sind eher hier Knut und Spritti und Connor. Ja, Spritti ist ja sowieso total der Freak. Ich weiß ja nicht, der hat schon im Mutterleib angefangen mit Filmgucken. Ja, mit Spritti messe ich mich auch nicht, also da bin ich auch weit zurück. Ja, das ist der Mega-Experte bei uns. Ja. Schöne Grüße an Spritti an der Stelle. Nicht? Genau. Auf jeden Fall gibt's jetzt ein neues Angebot in Deutschland mit dem unfassbar unterirdisch schlechten Namen Watch Ever. Mutterkonzern ist Vivendi, die haben das wohl, das ist ein riesiger Konzern aus Frankreich, die auch zum Beispiel Universal Music Group gehört und was weiß ich hier, die Blizzard, die World of Warcraft und Diablo und so machen. Ist also schon eine ziemlich kommerzielle Sache, sag ich mal. Aber sie haben's doch geschafft, irgendwie ein recht interessantes Angebot auf den deutschen Markt zu bringen, finde ich zumindest. Da normalerweise kennt man das ja so von Streaming-Angeboten, dass sie in der Regel, sag ich mal, eher sehr alte Filme veröffentlichen und Serien auch nur, sag ich mal, eher die schlechteren oder keine Top-Formate wie von den amerikanischen großen Firmen wie HBO und ABC und von britischen wie BBC und so veröffentlichen. In dem Fall wurde das aber gemacht, also jetzt nur vielleicht um ein paar Namen zu nennen. Es gibt da Big Bang Theory zu sehen, Breaking Bad, Psych haben wir hier auch schon mal in der Serie drüber gesprochen oder Lucifer. Sherlock ist natürlich auch toll, jetzt eine britische Produktion. Was natürlich schon hinzukommt, ist, dass die Serien, sag ich mal, teilweise nicht wirklich top aktuell bis in die neueste Season verfügbar sind. Bei Big Bang Theory ist zum Beispiel bis Staffel 3 alles verfügbar und die sind ja momentan schon bei Staffel 6. Also da kann man schon sagen, ist ja, die neuesten Sachen kann man nicht sehen, aber immerhin kann man Big Bang Theory zum Beispiel die ersten 3 Staffeln dort zum Pauschalpreis sehen. Also man muss nicht pro Film bezahlen, hat einen monatlichen Pauschalbetrag, der momentan bei 8,99 € liegt. Ja, und kann dort auch Filme sehen, da sind auch ganz nette dabei, zum Beispiel welche, die mir gefallen haben, 300 oder Iron Man oder Berlin Calling, I Am Legend und so weiter und so fort. Und ich fand es eigentlich ganz interessant. Jetzt, wo ich hier gerade schon mal so im Redefluss bin, kann ich ja vielleicht noch sagen, dass es auch ein paar negative Punkte gibt. Zum Beispiel, dass als Übertragungstechnik Microsoft Silverlight eingesetzt wird. Und das insbesondere für die Linux-Nutzer ist das schon ein Nachteil. Und auch selbst für die dafür konzipierten Systeme, sage ich mal, funktioniert das nicht immer ganz so einwandfrei, wie man vielleicht möchte. Und was auch noch irgendwie einen extrem negativen Beigeschmack für mich zumindest ist, dass die anfänglich auf eine Kooperation mit Springer gesetzt haben, also Computer, Bild und Bild. Die haben dann halt Coupons verteilt und letztendlich kann man sich ohne diesen Couponcode, soweit ich weiß, gar nicht richtig da registrieren. Da gibt's dann halt irgendwie so ein Angebot, was recht interessant ist. Der erste Monat kostenlos, zweite Monat normaler Monatspreis und dritte Monat ist dann auch noch gratis dabei. Aber für mich hatte diese Springer-Kooperation irgendwie eher so einen negativen Touch. Ja.
Ja, also Punkt Silverlight, ganz wichtig, du kommst um Silverlight nicht drum rum. Maxdome setzt Silverlight ein, Lauffilm setzt Silverlight ein, Watch Ever scheint jetzt für Silverlight einzusetzen. Das Problem ist einfach, dass du auf den Streams, die du da ausstrahlst, DRM drauf hast oder drauf haben willst, damit du halt nicht dauernd irgendwo Kopien davon rumfliegen hast. Und Flash lässt sich wunderbar abfilmen mit einem Screencast-Programm. Silverlight kriegt's größtenteils oder zum Teil verhindert. Ja, wie gesagt, ist scheiße für Linux-Nutzer. Wobei unter Linux lässt sich halt die Bildschirmausgabe extrem gut abgreifen. Und ja, das ist halt wirklich so der DRM-Grund. Weil DRM lässt sich mit Silverlight recht gut implementieren. Mit Flash eher weniger, weil Flash kriegst du relativ leicht aufgebrochen. Und das dürfte so der Hauptgrund sein, warum die alle auf Silverlight setzen. So eine Frage für Leute mit weniger Ahnung. Was ist DRM? Digital Rights Management, also so Kopierschutz, Geraffel, Döns, Vieh. Okay. Ja, man will halt irgendwie verhindern, dass die Sachen da runtergeladen, abgefilmt und wieder ins Netz gestellt werden oder so, ne? Ja, da muss halt irgendwie eine Technik eingesetzt werden. Wobei, heutzutage, wer macht sich denn noch die Mühe jetzt, außer vielleicht im Kino die Leute da Sachen abzufilmen? Naja, abfilmen meinte ich jetzt im Sinne von, ich lasse einfach ein Screencast-Programm mitlaufen, System-Audio aufnehmen, den Videostream aufnehmen, fertig, habe ich meine Aufnahme. Also auch noch ein, sag ich mal, ein großer Vorteil für mich zumindest, weil ich halt gerne Serien in Originalsprache sehe, ist, dass also wirklich sau viele Serien in Englisch auch verfügbar sind. Also man kann sich dann halt aussuchen, gucke ich das in Englisch oder in Deutsch. Und das, soweit ich weiß zumindest, okay, bei LaFilm gab es teilweise auch schon Original-Tonformate, aber ist das ein relativ neuer und interessanter Ansatz für mich. Was ein bisschen schade ist, dass das teilweise innerhalb der einzelnen Formate nicht einheitlich verfügbar ist. Zum Beispiel, dass man dann jetzt, was habe ich letztens mir, wie heißt das denn jetzt? Doctor Who, was ist denn die andere Serie davon? Ach, Torchwood, meine Güte. Ja, dass dann die ersten zwei Staffeln sind in Originalsprache verfügbar und die dritte aber wiederum nur in Deutsch. Das ist dann ein bisschen uneinheitlich, aber zumindest der Fakt, dass man das Ganze auch auf Englisch schauen kann, bei den meisten Sachen, ist ganz nett. Finde ich gut. Ich sehe es mir auch gerne meine Originalsprache an. Ja. Weil, da weißt du mal, wie der Schauspieler sich wirklich anhört. Synchronstimmen passen zu den Lippen. Meistens sind die Dialoge auch so geschrieben, dass der Witz nur wirklich in der Originalsprache rüberkommt. Keine Ahnung. Ich mag das gern. Bei einigen Formaten macht halt echt Spaß, in Originalsprache zu schauen. Ne? Okay, mit der Einschränkung, wenn die Originalsprache Englisch ist. Wenn die Französisch ist oder so, dann nein. Ja. Was auch noch vielleicht, habe ich noch ganz vergessen eigentlich zu sagen, ist, dass relativ viele Endgeräte damit, also dass man das über relativ viele Geräte schauen kann. Hier übers also über alle iOS-Geräte, eingeschlossen Apple TV von Apple. Dann Android-Tablets, gibt es da auch eine App im Play Store und sogar so auf Smart-TVs und bald ist auch für PlayStation 3 und Xbox geplant. Und das ist schon eine relativ breite Verfügbarkeit und teilweise sind auch die Titel in HD-Qualität verfügbar. Also ist echt spannend. Ich, wie gesagt, ein bisschen negativer Beigeschmack. Zum einen, weil halt auch so eine riesige, ein französisches Imperium hier ist, wie Vivendi. Wenn man so ein bisschen überlegt, weiß man gar nicht, ob man die so groß unterstützen will. Aber zumindest ist es, haben sie ein sehr interessantes Angebot für mich zumindest geschaffen. Wie liegt's preislich? 8,99 im Monat. Mit diesem Coupon-Code, mit dem man sich eigentlich nur registrieren kann, ist es so, dass der erste Monat kostenlos ist. Man kann auch im ersten Monat kündigen, sodass man nie einen Euro bezahlen muss. Das ist dann allerdings kündigen auch im Webinterface. Und und sonst 8,99 mit diesem Deal ist das dann halt so, die ersten drei Monate kosten quasi 8,99, anschließend jeder Monat 8,99. Okay. Verlängert sich es automatisch, so von wegen, wenn du es verschnarchst, dann hast du es gekauft? Ja, einen Monat immer, ne? Also keine 12 Monate oder so, jeweils immer einen Monat. Wenn du es verschnarchst, hast du halt 8,99 mehr bezahlt. Tja, und nutzt es?
Ja, ich habe das jetzt schon relativ intensiv genutzt. Es gab ein paar Serien, die ich noch nicht geschaut habe, und ich finde das schon ganz cool, ja, dass man die dann auch so alle nacheinander sehen schauen kann. Mein Problem mit so einem Abonnement wäre irgendwie, dass ich einerseits nicht gut im Film schauen bin, so vor wegen ich schlafe ein, wenn es zu lange dauert, Hashtag Überlänge, und andererseits sage, ich habe eine Flatrate, ich habe es gekauft, umso mehr Filme ich gucke, umso günstiger ist jeder einzelne Film. Und da irgendwie da schon ein bisschen Spartrieb in mir verankert ist, würde ich da voll im Widerspruch stehen. Ja, okay, diese Flatrate-Modelle, man neigt dazu natürlich immer irgendwas ausnutzen zu wollen. Aber ja. Ich meine, für 8,99, ne, wenn man sich mal so die Preise mit normalen Ausleihgebühren oder Apple TV-Gebühren vergleicht, dann kann man eigentlich sagen, wenn man 3 Titel im Monat sieht, hat man schon einen guten Deal gemacht irgendwie. Ja. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin bei der Konkurrenz bei LaFilm. Mhm. Das ist ja eine Tochter von Amazon. Ja. Also auch ein großer Konzern dahinter. Ganz ehrlich, ich glaube, Video on Demand gibt es nicht ohne einen großen Konzern dahinter, weil kleine Unternehmen können da einfach nicht mithalten. Wahrscheinlich würden auch diese ganzen Content-Firmen da gar nicht drauf eingehen bei so kleinen Firmen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich finde das Angebot bei LaFilm auch recht gut. Mir fehlen so teilweise Filme, die ich dann gerne mal wieder sehen würde. Fehlt wahrscheinlich einfach mit einer entsprechenden Firma der Deal dann. Und ansonsten irgendwie, ich habe nur das Video-on-Demand-Ding, also ich kann keine Blu-Rays oder DVDs leihen. Zahl 6,99 im Monat. Kann auch Serien gucken, kann ich aber nichts zu sagen zum Serienangebot, weil habe ich noch nie reingeguckt. Aber ich habe in letzter Zeit dann auch irgendwie von diesem Watch Ever gelesen und es hieß dann, das Angebot ist teils besser als LaFilm, teils schlechter als LaFilm. Also es soll sich wohl nicht großartig was tun. Mhm. Ja. Wie gesagt, setzt auch auf Silverlight, das heißt, ist auch Grütze für alle, die irgendwie auf Linux basieren oder ähnliches. Mhm. Die App-Möglichkeiten. Ich habe jetzt noch nicht für Android geguckt, obwohl ich eigentlich Android-User bin. Aber auf dem iPad gibt es eine App dafür. Sehe ich beim Kollegen halt immer wieder. Der guckt dann während des Mittagessens in der Firma einfach auf seinem Tablet eine Serienfolge. Ach, während der Arbeit doch auch. Nee, während der Arbeit nicht. Ach so. Das bringt er dann tatsächlich doch nicht. Ja. Aber ansonsten, ja, von Connor kam gerade aus dem Chat ein sehr guter Einwand. Ohne gutes Internet ist das aber auch alles nicht so wirklich zu gebrauchen. Stimmt. denk ich besonders halt, bei Connors Internet. Genau. Denk ich halt immer nicht so ganz dran, weil zu Hause eine 100 Mbit-Leitung, in der Firma eine 100 Mbit-Leitung, da geht das dann halt. Ja. Aber klar, wer irgendwie zum Beispiel wie einer meiner Kollegen zu Hause nur so einen UMTS-Surfstick hat, der kann das Angebot komplett in die Tonne treten. Ja, klar. Aber das ist ja nicht die Zukunft. Film heute laden, morgen gucken, vielleicht. Ja. Nee, heute anfangen zu laden, übermorgen gucken. Ja. Sie haben die Leihfrist für diesen Film überschritten. Ja, genau. Ich finde das ja eigentlich auch ein bisschen kriminell. Nein, kriminell ist übertrieben. Aber ich habe kein Tablet oder so. Ne? Natürlich könnte man sich auch einen Laptop irgendwie neben das Bett stellen oder so. Aber normalerweise verlasse ich hier meinen stationären Rechner und gehe dann irgendwie ins Bett und habe dann halt noch mein iPhone irgendwie am Ladegerät. Und da kann ich ja jetzt auch über die ganze Zeit theoretisch Serien gucken, ne? Ah, das habe ich schon mal gemacht, so 1-2 Serien. Ich fand es gar nicht mal so schlimm, das Ganze auf dem iPhone zu schauen. ist natürlich ein kleinerer Bildschirm und so, aber da ist man schon mal schnell dabei. Also ich muss sagen, die 10 Zoll vom iPad sind eigentlich so top zum Film gucken. Ja. Klar, natürlich ist es auf dem großen Fernseher auch sehr schön. Mhm. Aber wenn man irgendwie gerade keinen Fernseher in der Nähe hat und trotzdem irgendwie halbwegs gutes Internet hat, weil über eine 6-Mbit-Leitung läuft zumindest der Film sehr gut. Ist nicht groß am Buffern, sondern passt einfach. Und wenn man dann unterwegs ist, ist auf dem iPad top. Mhm. Gut, es spiegelt mir ein bisschen zu viel. Vor allem, ich gucke recht gerne düstere Filme. Ja, herzlichen Glückwunsch, ist dann halt doch sehr viel schwarz und spiegelt das verdammte Tablet.
Ja, so okay, so ein Tablet mit Matten-Display wäre toll. Gibt's, glaube ich, nicht. Tja. Wenn du meintest, kleines iPhone-Display. Ich habe jetzt Nexus hier und wenn ich dann irgendwie sehe, Kommilitonen mit Nexus, mit iPhone, denke ich immer, och, hat das ein niedliches kleines Display. Gucci, 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 oh, ist das klein. Das ist ja echt verdammt klein. Du hast ja, also jetzt nicht beim 5er iPhone, sondern den Vorgängermodellen. Du hast ja auch noch den riesigen Rahmen des Geräts drumherum. Und ich denke, riesigen Rahmen, meine Güte. Also, so gefühlt ist es gekommen. Ja, ja, okay, aber im Vergleich mag das vielleicht klein erscheinen. Aber ich meine, unabhängig davon, wie groß jetzt der Unterschied ist, wenn man so ein YouTube-Video im Bett oder so sich direkt vors Gesicht hält, ich meine, das geht wohl. Klar, man gewöhnt sich an eine Menge. Nee, ich sehe das immer nur so im Vergleich. Och, ist das klein. Und damit arbeitet ihr und dann habt ihr doch oben diese Leiste und das ganze Zeug, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ja. Ja. Andererseits gibt es ja auch irgendwie diesen Trend zu riesigen Smartphones. Wie heißt das? Galaxy Note oder so? Genau, nee, Galaxy Ahnung. Note, Galaxy Note 2. Ja. Das ist ja irgendwie riesige so ein Viecher. Smartphone-Pad. Geht doch dahin, dass du mit dem iPad telefonieren kannst. Mit beiden Händen greifen und als Ohr halten. Hallo! Ich finde das ja, ich glaube, ich habe es schon einmal in freier Wildbahn erlebt, wie jemand mit dem iPad gefilmt hat. Ich finde, das ist so merkwürdig. Das sieht so komisch aus. Schon fast lächerlich irgendwie. Ja, aber kennst du dich auch, wenn du irgendwie so Veranstaltungen bist, also so Außenveranstaltungen zum Beispiel. Und du hast dann Leute, die so ihr tolles Ledercover um ihr iPad drumherum haben. Dann das iPad mit beiden Händen hochhalten, das Ledercover hängt da runter und dann versuchen sie mit ihrem iPad so hochgehalten dann Bilder von einer Veranstaltung zu machen. Ich stehe jedes Mal daneben und wundere mir einen Keks. Warum tun die das? Ja, keine Ahnung, weil es cool ist. Die wollen zeigen, dass sie ein iPad haben. Mir ist auch aufgefallen, so Instagram und Fitpic und so, gibt es diverse Leute, die sich jetzt mit dem iPad fotografieren. Wird wahrscheinlich sein, dass ich es alles zu Weihnachten gekriegt habe. Beim Rundblick durch den Hörsaal denke ich mir auch, das iPad unter jedem dritten Weihnachtsbaum. Ja. Bei wem hatte ich das denn jetzt nochmal im Podcast gehört? Wer hat das denn erzählt? Och Mann, ich komme nie drauf. Auf jeden Fall beim Kastenfisch-Podcast, genau. Der hat davon erzählt, dass es wohl mittlerweile im Laden für Kleinkinder iPad-Halterungen gibt. Bis 4 Jahre oder so. Fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ja, wer schon alles so ein iPad braucht, ne? Und für die iPads gibt es auch die absurdesten Hüllen. Also irgendwelche Ledercover, okay. Smartcover ist sowieso der Klassiker. Dann noch irgendwelche Sachen, die du rummachst und wie ein Bilderrahmen aufstellen kannst. Dreifachfaltung, irgendwas mit Tiermustern und Öhrchen. An Designer-Zeug saß erst letztens, ja, das ist meine iPad-Hülle von Marc Jacobs. Von Marc Jacobs. Ich habe übrigens auch ein Marc Jacobs. Was hier? Parfüm. Und das ist von Marc Jacobs und das und jedes. Und ich dachte mir nur, wo bin ich hier gelandet? Ja, ich finde es auch irgendwie so bekloppt, irgendwie so unfassbar bekloppt, als gerade das erste iPhone rauskam, da gab es auch irgendwie so eine Diamanten-iPhone-Hülle, ne? Für was weiß ich, wie viele 100.000 Euro, ne? Wie dumm muss man denn eigentlich sein, um sich so eine blöde Hülle zu kaufen, wo man doch genau weiß, dass es ein halbes Jahr ein neues Handy gibt, wo das Ding nicht mehr reinpasst, ne? Oh. Naja, Diamanten abbröbeln, abfriemeln und aufs Neue kleben, ne? Ja, naja, vielleicht bin ich auch nicht in diesem Luxusdenken drin. Verwendest du eigentlich eine iPhone-Hülle? Nee, werde ich aber nächstes Mal machen. Okay, weil ich habe auch so das Gefühl, Hülle ist so der iPhone-Erscheinung größtenteils, oder? Ja, also beim iPhone, ich habe jetzt iPhone 4 und das ohne Hülle, muss ich schon zugeben, liegt das relativ, ist zu glatt eigentlich in der Hand. Also man wird sich... Ups, jetzt hab ich's gerade. Das war das iPhone. Das war jetzt das Beispiel, dass es eigentlich ein bisschen mehr Griff haben sollte. Aber ich weiß jetzt gar nicht, beim iPhone 5, das hat, glaube ich, was hat das nochmal für eine Hinter-, was hat das? Alu, hat kein Glas mehr hinten, ne? Alu, das mag sich vielleicht ein bisschen besser halten. Das Problem hat das Nexus 4 aber auch. Das hat vorne Glas, hinten Glas. Mhm. Und wenn man das auf eine glatte Oberfläche, sagen wir mal, einen Holzschrank oder Tisch legt und pustet, rutscht es wirklich. Ich weiß nicht, was du schon mal versucht, aber es rutscht.
Ernsthaft? Ja, ich weiß, dass es rutscht, aber ich finde es tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Weil wer legt sein Gerät irgendwo random aus der Hand? Ich nicht. Also ich habe es entweder in der Hand oder in der Hosentasche. Also ich habe das schon mal natürlich irgendwie nicht mit dem Schlüssel zusammen, wie manche Leute es gerne tun. Aber irgendwie, warum sollte man sein Gerät weglegen? Okay, im Büro liegt es auf meinem Mauspad neben meiner Maus. Aber das ist auch eine gerade Fläche und da rutscht dann auch nichts. Ich hatte es zum Beispiel, war im Bad, in die Wäsche gesteckt, Handy rausgenommen aus der Tasche, oben auf die Ablagefläche gelegt, da war ein Handtuch drauf, auf das Handtuch gelegt. Ich sah nur, das Teil bewegt sich. Schnapp. Also ich bin schon ziemlich rutschig. Bin ich so von der Qualität her, also ich habe es halt immer in der Tasche gehabt, teilweise auch mit dem Schlüssel, kann auch mal passieren. Und ich bin echt wirklich super positiv überrascht von diesem Gorilla-Glas, was da rum ist. Ne? Also kommen echt kaum Kratzer drauf. Was mir wohl schon mal passiert ist, jetzt, weiß nicht, ob das Ding seit dem ersten Tag, nachdem das veröffentlicht wurde oder so, dass mir das hingefallen ist. Und dann kommen da natürlich Macken in den Kanten rein, ne? Und ich hatte natürlich das Glück, dass mir das Glas nicht gebrochen ist oder so. Aber für so eine Sache ist das vielleicht schon ganz nett, dass man zumindest irgendwie so an den Kanten irgendwie noch so einen Gummischutz hat oder sowas. Auch wenn das vielleicht ein bisschen doof aussieht teilweise, aber ich meine, so ein Gerät ist auch nicht ganz so günstig, ne? Ja, aber irgendwie ganz ehrlich, ich habe, seitdem ich irgendwie Smartphones nutze, angefangen beim Desire, das Nexus S, das Galaxy Nexus, das Nexus 4 jetzt. Ich habe keins mit Hülle benutzt, sondern ich habe es immer so genutzt, wie es vom Hersteller kam. Ich meine, einige Leute haben es hingekriegt, das Galaxy Nexus nach 2 Wochen total zerkratzt und es sah aus, keine Ahnung, als hätte man es 7 Jahre in Benutzung gehabt. Ja. Mein Galaxy Nexus hat ein einziges Mal eine Macke abgekriegt. Und da ist es wirklich aus irgendwie 1,50 Höhe auf Steine geknallt. Da hat es aber auch nicht das Glas zerlegt, sondern da hat es am Rand im Plastik eine Macke gekriegt. Aber ansonsten, ich habe jetzt auch das Nexus 4 seit einiger Zeit in Benutzung, halt so direkt, als es kam. Und wenn ich jetzt einmal über die Rückseite, einmal über die Vorderseite rüberwischen würde, würde es aussehen, als ob es gerade ausgepackt wäre. Ja. Weil klar, ist auf dem Glas sind Fingerabdrücke drauf. Gar keine Frage. Aber es ist keine einzige, auch nur die kleinste Macke drin. Ich weiß nicht, wie die Leute das hinkriegen. Aber so Minimalkratzer auf der Rückseite? Nein, woher denn? Apfelkern hat schon welche. Ich habe es entweder in der Hosentasche, ohne irgendwas anderes drin. Das ist meine linke Hosentasche, das ist wirklich dediziert für das Handy. Ah. Oder ich habe es auf der Couch liegen oder auf einem Sessel. Ich habe im Bett als Nachttisch einen Sessel stehen. Da liege ich dann auf dem Sessel. Oder ich lege es vorsichtig auf einen sauberen Holztisch. Oder, wie gesagt, in der Firma liegt es auf dem Mauspad drauf. Woher sollten da Kratzer kommen? Okay, ich brauche auch eine Handy-Hundtasche. Connor hat übrigens meine Theorie, Schlüsseln sind, was ist iPod für das iPhone kaputt gemacht? Der hat am Galaxy S2 auch eine Hülle kaputt gemacht, meine schöne Theorie. Oh. Und er und sein Smartphone schlafen getrennt. Ich bin schockiert. Nee, ich schlafe immer neben meinem Smartphone. Ich auch. Ihr seid ja komisch. Geht ja auch nicht, dass das Gerät irgendwo anders ist als ich. Also nee, überhaupt nicht. Das weckt mich ja auch. Genau. Das beobachte ich inzwischen auch an mir. Ich bin ja nicht so lange Smartphone-Nutzer wie ihr, dass ich ohne nicht aus dem Haus gehe. Ansonsten war es so Handy. Ja, wer braucht ein Handy? Was soll ich damit anstellen? Soll ich jemanden anrufen? Nein. Will ich angerufen werden? Nein. Sollte ich SMS schreiben? Nee. Hat kein Internet. Bleib zu Hause. Ja. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ne? Ja, SMS. Ja. Braucht man das eigentlich noch, wenn man Internet in der Tasche hat? Nö. Ja, kommt auf den Gesprächspartner an, oder? Richtig. Der einzige Grund für mich, SMS zu schreiben, ist eigentlich, wenn ich mit jemandem kommunizieren will, mobil, der es direkt kriegen soll, und derjenige kein Smartphone hat. Zum Beispiel mit meiner Mutter. Dann muss ich halt ein SMS schreiben. Aber ansonsten, warum sollte ich SMS schreiben?
Also bei mir gab es mal so eine Übergangsphase, wo es sich noch rentiert hat, so eine SMS-Flatrate zu buchen. Also ich bin und war lange mittlerweile Prepaid-Kunde und da konnte ich halt Monat für Monat quasi entscheiden, ob ich mir jetzt für 10 € diese SMS-Flatrate buche oder nicht. Und das hat sich für eine lange Zeit gelohnt, aber mittlerweile haben echt so viele Leute irgendwie Formate oder Apps oder irgendwelche Sachen, womit ich die halt auch übers Internet erreichen kann, dass sich das gar nicht mehr lohnt, dieses Paket zu buchen. Ja, irgendwie, ich kann ja mal kurz, ich habe gerade mal über meine SMS-Übersicht aufgemacht. Ich kann mal kurz so die Absender vorlesen. Punkt 1, Schufa. So dieses meine Schufa hat irgendeine Änderung festgestellt, Ding. Dann eine der vielen Google-Benachrichtigungsnummern für irgendeine Kalenderbenachrichtigung. Wieder so eine Google-Benachrichtigungsnummer. Postbank mit Mobile-Tanz, Google-Benachrichtigung, 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 etc. Ganz viele Google-Benachrichtigungsnummern, die haben irgendwie Millionen von Handynummern dafür inzwischen. Dann mein Server-Monitoring, weil ein Server ausgefallen war. Google-Benachrichtigungsnummer. Eine Erinnerung von meinem Autohaus, dass ich einen Termin bei denen habe. Also, ja, irgendwie, ich kommuniziere mit keinem Menschen mehr via SMS, sondern es sind alles irgendwie so automatisierte Benachrichtigungen, die mich auf irgendwas hinweisen. Das ist bei mir auch größtenteils so. Ich kann jetzt gerade nicht leider nicht so vorlesen wie bei dir, weil bei iOS ja noch immer iMessage quasi gleich wie SMS angezeigt wird. Aber bei mir sind das auch fast alles irgendwie so Two-Step-Verification-Sachen. Oder dann halt, sag ich mal, grob gesagt mit älteren Verwandten, mit denen ich SMS geschrieben habe. Okay, meine älteren Verwandten haben kein Handy. Beziehungsweise nur so ein Rentner-Handy und ob die SMS schreiben können, ich weiß es nicht. Und ansonsten habe ich es eigentlich so erlebt, dass verdammt viele Leute auch mit Smartphone eine SMS-Flatrate haben, weil es anscheinend ihnen so günstig hinterhergeworfen wird. Zum neuen iPhone dazu im Vertrag oder sowas. Und dann schreiben sie einfach für jeden Scheiß eine SMS. Treffen wir uns dann in der Mensa? Ich antworte doch nicht, ich zahle doch nicht 9 Cent, also schreibe ich eine Mail zurück. Okay, dann bis gleich in der SMS. Und dann denke ich mir, das bringt's doch nicht. Ja, ich Also, glaube, Sie das ist auch schreiben so eine eine, SMS, ja. ich eine Mail, SMS, Mail, SMS. Ja, aber ich zahle das doch nicht. Ich glaube, das ist so eine Sache von denen, wie du gerade auch schon bei der Flatrate sagtest, das muss ich doch ausnutzen. Dann Ja, sehen die, auch stimmt. ich habe eine Flatrate für SMS, dann antworte ich doch jetzt auch per SMS. Dann schade ich doch dem Mobilfunkprovider am meisten, was ja in dem Fall gar nicht der Fall ist, glaube ich, bei SMS. Aber ja. Moment, dieses Gefühl, ich oder diesen Drang, eine Flatrate auszunutzen, können wir jetzt auch ausnutzen. Liebe Hörer, Sie haben in diesem Jahr ein Brüllaffen-Couch-Podcast-Flat-Abonnement. Genau. Hören Sie jede Folge, hören Sie zweimal, hören Sie dreimal, laden Sie sie runter, verteilen Sie sie an Ihre Familie, an Ihre Freunde. Und nicht vergessen, flattern. Oh Und ja. kommentieren. Und plussen und liken Kommentieren und ist noch ein sharen bisschen und. wichtiger. Da Ja. würden wir uns ganz viel drüber freuen. Ja. Ja. So, nutzt das aus, eure Podcast-Pad, ja? Ja, normalerweise würde nämlich ein Kommentar bei uns 9,99 € kosten, aber 2013 ist das Ganze kostenlos. Also, schreibt Kommentare. Es ist das Jahr, das es nicht geben könnte. Wir haben nicht geplant, dass es in diesem Jahr wieder Kostenabrechnungen gibt. Genau. Darum schreiben Sie jetzt einen Kommentar. Genau. Ja, irgendwie sind diese ganzen Flats, ich verstehe es auch ganz ehrlich nicht. Weil, wenn ich mir dann angucke, so teilweise sieht man Screenshots von irgendwelchen Leuten, die dann ein Foto ihres Abrechnungsding von ihrem Mobilfunkprovider posten. Von ihren 3000 SMS diesen Monat haben sie so und so viel verbraten. Von ihren 250 Freiminuten haben sie so und so viel verbraten. Und ich denke mir nur noch, okay. Weil, ganz ehrlich, ich habe meinen Handyvertrag gekündigt. Ich brauche meinen Vertrag nicht mehr. Ich gehe danach zu Five, zu einem Prepaid-Provider. Werde mir kein Minutenpaket kaufen. Ich werde mir kein SMS-Paket kaufen. Das einzige Paket, was ich mir kaufe, ist ein Internetpaket, also ein Datenpaket, weil das brauche ich auch wirklich. Ja, klingt Weil sehr, sehr logisch. mein Handy soll halt unterwegs Internet haben. Dafür ist es da.
Oh, aber ich kenne auch. Ansonsten, wenn ich irgendwie telefoniere, telefoniere ich sowieso meistens mit Sonderrufnummern, weil ich von irgendeinem Dienstleister was will, der nur eine Sonderrufnummer rausrückt. Herzlichen Dank, ist eh nicht im Minutenpaket enthalten. Pff, was sollen die Grütze? Und meine Minuten telefoniere ich auch nicht. Aber ich habe jetzt in meinem Vertrag auch eine Festnetzflat drin. Ja. Hm. Gut, war zu der Zeit, wo wir im Büro in der Firma noch kein Telefon stehen hatten, wo ich oben zum Support hätte rennen müssen, war das ganz praktisch. Weil dann habe ich eben kurz übers Handy telefoniert, kostete mich ja eh nichts, weil ich meistens mit irgendwelchen anderen Firmen in Hamburg telefoniert habe. Ergo, Festnetz passt schon. Hm. Aber ansonsten, wer braucht Telefon oder SMS? Ich weiß es nicht. Und zu dem Punkt, der Hauptsache dein Handy hat Internet, Datenflat, es gibt diese Menschen mit dem Smartphone, die sagen, nö, ich schalte das Internet ab, weil verbraucht Jakku, nicht? Und ich denke mir, du hast ein Smartphone, musst du es so foltern? Du machst ja aus diesem Smartphone ein nicht mehr Smartphone, ein Dummphone, ein Nokia-Klumpen. Ja, so ohne Klumpen. Und vor allem, man möchte jetzt meinen bei dieser Erzählung, das sind alles so Nicht-Informatiker. Ich hatte neulich die Diskussion tatsächlich mit einem Systemadministrator, also mit einem Informatiker. Was jetzt? Der seit ewigen Jahren als Administrator arbeitet. Er lässt allen Ernstes, wenn er den Bildschirm ausmacht, lässt er WLAN und Datenverbindung seines Handys abschalten. Was zur Hölle? Oh Gott, oh Gott. Und nutzt denn deswegen auch SMS, weil alles andere kommt ja eh nicht zeitnah an, weil seine Datenverbindung ja aus ist. Wo ich mich frage, wait, warum schaltet man eine Datenverbindung aus? Man will seine Ruhe haben. Ja, okay, dann kann man sie explizit für den Zeitraum ausschalten, aber ansonsten, vor allem auch mein Handy ist, also ich bin Anhänger der Google-Produkte, was man wahrscheinlich schon daran sieht, dass ich Android-Geräte nutze. Mein Handy ist auch gleichzeitig so mein Standortverlauf, weil es sendet an Latitude Daten. Es ist zum Beispiel extrem praktisch, wenn man mal wieder Stress mit der Bahn hatte und nachweisen muss, dass man zu spät angekommen ist. Dann kann man die genauen Zeiten aus Latitude raussuchen und schon hat man das Problem nicht mehr. Da frage ich mich dann, was machen die Leute, die keinen Standortverlauf haben? Die wissen ja überhaupt nicht, wann sie abgefahren sind, wann sie angekommen sind. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Ja, es ist auch schön, wenn du irgendwie den Standortverlauf mit irgendjemandem teilst, aber mit deiner Mutter. Du bist auf dem Weg zu ihr auf der Autobahn oder so und sie denkt sich, oh Gott, oh Gott, wo ist mein Sohn? Der kommt ja noch gar nicht. Geht's ihm denn gut? Ah, der Punkt bewegt sich noch. Ist das denn so, dass man relativ leicht die Möglichkeit hat, das selektiv für gewisse Zeiträume zu teilen? Ich kenne mich da jetzt echt gar nicht aus. Nein, du musst es explizit an Personen freigeben. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich überhaupt irgendeinem Menschen 100% Freigabe für meine Positionsdaten geben möchte, außer Apple und Google. Ein Top-Beispiel dafür ist zum Beispiel Bekannte von mir. Er ist selbstständig und sie ist Angestellte, arbeitet als Erzieherin. So. Mhm. Sie ist dann relativ früh meistens schon zu Hause. Okay, die fängt auch irgendwie zu einer völlig unchristlichen Zeit an. Er kommt dann teilweise doch unregelmäßig nach Hause, weil so ein Meeting lässt sich halt nicht terminiert beenden, sondern so ein Meeting kann halt auch einfach mal länger dauern, wenn die Gesprächspartner wieder länger zu diskutieren haben. Mhm. So, und dann machte sie sich halt immer Sorgen und wusste halt nicht, was ist jetzt? Ist er irgendwo in den Graben gefahren? Liegt er schwer verletzt im Graben rum? Oder dauert es einfach länger und man hat sich dann, wie gesagt, Sorgen gemacht. Und durch diese Latitude-Freigabe kann sie halt einfach gucken, aha, er ist gerade da und da. Da ist grob die Agentur, / da hat er gesagt, will er hin. Und fertig. Oder auch, wenn man selber längere Strecken Autobahn fährt. Wie gesagt, zum Beispiel Hamburg-Berlin sind über 300 Kilometer Autobahn. Und da kann doch einiges passieren. Und wenn man sich da dann halt, also als derjenige, zu dem man fährt, keine Sorgen drum machen muss, sondern einfach sieht, aha, der Punkt bewegt sich noch. Und ja, okay. Das ist schon extrem praktisch. Ja. Beziehungsweise Punkt bewegt sich nicht mehr, dann weiß man zumindest, wo irgendwas ist und kann dann unter Umständen sogar auch Rettungseinheiten direkt informieren.
Ja, definitiv praktisch. Ich würde das auch meiner Mutter freigeben, so von der Frage, oh, wo bist du denn schon wieder, was machst du denn wieder? Und ich weiß überhaupt nicht, hat aber kein Smartphone. Und mit Nokia-Klumpen funktioniert das Ganze nicht. Ja, ist halt die Frage. Also wie gesagt, ich, also wäre ich jetzt vielleicht in einer Partnerschaft, wo ich sagen würde, ich vertraue der Person 100%, dann wäre mir das auch egal, wenn ich das da freigebe. Aber ansonsten irgendwie an Freunde oder selbst nahe Verwandte, ich wüsste nicht wofür so. Also die Leute können mich anrufen, wenn sie sich Sorgen machen. Ich nehme dann auch meistens relativ zeitnah ab oder rufe zurück und das reicht mir eigentlich. Ja. Naja, also bei mir ist es, auf Foursquare habe ich relativ viele Freunde. Ist ja auch so location-based. Also auf Foursquare checke ich auch nur da ein, wo ich will, dass andere es auch erfahren können. Zwar, wo es mir scheißegal ist, ob es irgendwer weiß. So, allerdings Latitude, was halt doch eine extrem genaue Location ist, ist bei mir für wenige Personen freigegeben. Einerseits für meine Freundin, andererseits für zwei gute Bekannte, weil es kommt auch so ein bisschen aus dem Historischen, als ich keine Freundin hatte. Es wäre halt niemandem aufgefallen, wenn ich irgendwo auf der Autobahn was passiert wäre und Punkt. Sondern das ist doch, wenn man den Leuten entsprechend traut, ist es doch praktisch, wenn dann zumindest mal irgendwer weiß, wo man ist. Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, was Knut da sagte. Ist die Frage halt einfach, ich glaube, bei mir, wenn würde ich das jemandem freigeben von meinen Freunden, da kann ich ruhig irgendwie auf der Autobahn verrecken, wenn das passieren sollte. Da guckt doch keiner aktiv rein, oder? Gut, dann hast du eher Offline-Freunde. Du sollst sie doch nicht die ganze Zeit wissen. Ne, wie ist denn das Interface? Ich kenne mich ja gar nicht aus. Also ich logge mich da bei Latitude ein. Sehe ich da auch gleich, wo gerade meine Freunde sind? Naja, ja. Auf dem Handy hast du einfach eine Google Map. Siehst beziehungsweise siehst erstmal eine Liste deiner Freunde mit einer Position. Ich kann es sogar im Aufmachen, kann dann detailliert erzählen, wie es aussieht. Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei einen Freunden, vor 41 Minuten war er 1,1 Kilometer von mir entfernt und auch in Wedel. Ach so, okay. So, wenn ich dann drauf drücke, kann ich mir direkt auf einer Karte die Position anzeigen lassen. Also es ist nicht so, dass man quasi aktiv sagen muss, ich gucke jetzt, wo Knut ist. Also, sondern ich gehe auf meine Latitude-Seite oder was weiß ich und guck da, was da los ist und da sieht man halt von den Leuten, die mir das freigegeben haben, wo die gerade sind. Richtig. Ja, okay. Und auf dem Laptop ist es halt, du rufst Latitude auf dem Laptop auf und hast dann eine Karte, die so groß gezogen ist, dass deine Freunde alle draufpassen. Ist natürlich unpraktisch, wenn man Freunde in, sagen wir, Seattle und in Taipei hat, weil dann hat man ziemlich die komplette Weltkarte drauf. Ja. Vor allem, wenn man irgendwie Freunde hat, die nur in Deutschland sind und auch in verschiedenen Teilen Deutschlands, dann sieht man eben so eine Deutschlandkarte. Und siehst dann so ein kleines Bildchen mit einem Marker dran, kannst da draufklicken, kannst sagen, zoom hier und dann siehst du die genaue Position. Ja, ist ja ganz interessant. Ja. Muss ich mir vielleicht auch nochmal überlegen. Und was da halt auch vielleicht dein Bedenken war, du siehst nicht den Verlauf, sondern du siehst ihre aktuelle Position. Ach so, okay. Den Verlauf sehe nur ich selber. Den kann man auch nicht freigeben. Man kann natürlich die ganze Zeit gucken, aber das ist irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Schön finde ich auch den Kommentar von Gemmler zum Thema dem Partner freigeben, wo man ist und sie weiß, dass er vermutlich nicht gerade am Fremdgehen ist. Ja, klar, ist auch so ein Punkt. Warum und was ist, nicht? Wenn man gerade mal fremdgehen will? Dann ist man... Nein. Kannst du das jetzt kurz deaktivieren? Aber das ist ja auffällig. Tja, vielleicht solltest du das mit dem Fremdgehen einfach lassen. Oder sagen hier, Internet hat nicht mehr funktioniert. Flugmodus. Genau, Internet hat nicht mehr funktioniert. Wenn das dann jemand wie ich sagt, ich glaube, das ist dann extremst auffällig. Ach. Ich habe immer Internet. Egal, wo ich bin, ich habe Internet.
Okay, ich will an meinem Grabstein einen Hotspot. Außer ich bin in der Lüneburger Heide. Da gibt's genau, das wollte ich gerade sagen. Da du warst doch schon mal auf so einem Ausflug. Ja, da gibt es auch echt tatsächlich keine Möglichkeit, Internet hinzukriegen. Das ist einfach tot. Ja. Da gibt es aber auch keinen Handyempfang. Also da gibt es wirklich gar nichts außer Heide und Pferden. Ja. So, an deinem Grabstein, über QR-Code auf dem Grabstein haben wir schon mal gesprochen. Ja. Darf es da auch dann irgendwie einen Router geben oder einen Hotspot oder so, Knut? Ich meine, du kannst auch gar keinen hinschicken, den dann ohne Internet stehen lassen. Also so richtig Internet. Außerdem blickst du da die ganze Zeit da rum und hast keins. Die sollen sich ihr Internet einfach mitbringen und ich kriege ein Ladegerät und für mein Handy dazu. Natürlich mit Strom. Mein Sarg wird Strom haben. Irgendwo muss man ja Laptop und ein Handy anschließen. Der Christian von der Hörsuppe hatte heute im Vorkast irgendwie, als er uns auch angekündigt hat, eine ganz interessante Idee, dass man quasi so eine künstliche Verknappung von einem Webserver macht, indem man bei diesen Quadrocoptern einen Webserver draufsetzt, der mit WLAN oder ähnlichen Protokollen ausgestattet ist und den man dann erreichen kann und darauf dann lesen kann, was auf diesem Webserver gespeichert ist. Fand ich irgendwie ganz lustig. Und das nutzt du dann wofür? Ja, das ist quasi so ein Kunstprojekt, weißt du? Er hatte das so beschrieben wie diese USB-Sticks in der Wand. Hättest du jetzt nicht Kunst gesagt, hätte ich da geschmissen. Ah, okay. USB-Sticks in der Wand? Es gibt doch so USB-Sticks, die, wie war das nochmal? Naja, du nimmst irgendwie so zum Beispiel eine Mauerfuge, die breit genug ist. Genau. Und zementierst da einen USB-Stick rein, dass der USB-Anschluss weiter raussteckt noch ein bisschen. Darauf kannst du halt dann Daten speichern und dann, wenn irgendwer anders diesen USB-Stick findet, kann er da halt mit dem USB-Kabel sich dran klemmen mit dem Laptop und kann da Daten runterziehen, / andere Daten draufschmeißen. Ist halt so ein öffentlicher, anonymer Sharing-Point. Hätte ich ja schon Angst, dass ich mir da Viren ziehe oder so. Ja. Ja, deswegen bin ich Mac-User. Ja, okay. Aber die Viren würden mich erstmal fragen, hey, darf ich bitte Super-User-Rechte auf deinem System haben? Nein. Och, Mano, bitte, bitte, bitte. Nein. Aber bitte. Nein, und jetzt gesterben. Okay. Oh. Tja. Ja. Ja. Das fand ich, wie gesagt, auch ganz interessant. Aber jetzt waren wir beim Thema SMS. Haben wir da noch was zu sagen? Knut hat das dann noch einen Blogpost so geschrieben mit so einer interessanten Infografik. Ja, die Infografik sollte man sich vielleicht einfach mal angucken. Wir können sie aber verlinken. Ja. Wann habt ihr eure erste SMS geschrieben? Die Frage würde mich interessieren. Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was ich vor 5 Minuten gemacht habe. Hast du nicht irgendwie ein Backup oder irgendwie ein Verlaufsdiagramm? Du stehst doch auf Statistiken. Nein, dieses komische Sargem oder Sargem oder wie auch immer man diesen Kram ausspricht, was ich da damals hatte, da konntest du froh sein, wenn die SMS überhaupt lesbar war. Das konnte noch keine Backups davon machen. Ich musste mir eine SMS schicken, um zu wissen, wie spät es ist. Also so schlecht war mein Handy. Naja. Ich glaube, ich hatte irgendwie schon Siemens S2, der Buchstabe kann auch anders gewesen sein. Irgendwie S2, M2, keine Ahnung. Ach, du meinst die Dinger, die aus dem Telefonbuch die Nummer nicht mit der SMS abgleichen konnten, sondern du das selber machen musstest? Das war bei meinem Motorola so. Ich weiß, beim Siemens war das, glaube ich, schon anders. Genau, so ein Ding. Ich kenne das nur ich kannte das damals von einem Kameraden bei der Feuerwehr. Immer wenn man dem eine SMS geschrieben hat, musste man seinen Namen unterschreiben, weil er sah halt nur die Nummer, von der die SMS kam, auch wenn er den Kontakt mit der Nummer im Telefonbuch hatte. Weil das Ding konnte halt die Nummer außer SMS nicht die Nummer im Telefonbuch zuordnen. Egal, wie du sie abgespeichert hast, es ging nicht. Ne, so fortschrittlich war das Ding da von Motorola schon, aber ich hatte nur das Problem, dass aus dem Telefonbuch raus keine SMS abschickbar war und aus der SMS-Applikation nicht das Telefonbuch durchsuchbar war. Und dann musste ich halt mir jedes Mal die Telefonnummer aufschreiben auf einen Zettel oder mir versuchen zu merken. Und das war ein bisschen nervig. Oh wei. Das müssen Zeiten gewesen sein. Also ich hatte mein erstes Handy mit 17, es war ein Nokia-Klumpen
Und wenn ich Dinge ins Adressbuch gespeichert habe, dann wusste das dann auch bei der Mail, von wem die kam. Bei der SMS. Ja, Mail, ich träumte von. Problem ist nur, ich bekam keine und schickte nahezu keine, weil ich so scheiße langsam drauf war. Und das Prinzip SMS habe ich auch nicht ganz verstanden. Tippte da mal Romane zusammen, stellte fest, das sind ja 3 SMS. Oh mein Gott, ich bin viel zu geizig, 3 SMS zu schreiben. Ich kürze das auf eine zusammen. Drücke löschen zu lange. Bumm, alles weg. Ja. Yeah. Also alles extrem gekürzt geschrieben und mich tot geärgert, eine halbe Stunde dafür gebraucht und beschlossen, nie wieder SMS zu schreiben. Also ich hatte schon keinen guten Start. Extrem gekürzten SMS geht so gar nicht. Keine Ahnung, diese Infografik, wie gesagt, wir werden sie verlinken, ist so ein Beispiel für so eine extrem gekürzte SMS drin. Ich dachte, als ich das gesehen habe, auch nur, ja, herzlichen Glückwunsch, da ist die Katze übers Telefon gelaufen. Aber es hat wirklich eine Bedeutung. Sie steht unten drunter und passt wahrscheinlich auch erst nur in 4 SMS. Tja, nein, das war irgendwie so, ich war da auf einer Schülerreise in Rom und habe erzählt, wir waren im Kolosseum und da waren Orangenbäume und auf den Orangen lag Schnee und es war total toll. Und dann haben wir was gegessen und das angeguckt und die Trajansäule und total tolles Licht in der Stadt, Pinienbäume, bla. Und stellte fest, oh mein Gott, das sind ja halt 3 SMS. Und kürze das dann nur noch auf, ja, ich bin Rom, alles okay, Herberge, schon mal ja, Kolosseum gesehen, ziemlich viel Trümmer hier, tschüss. Oh, so teuer sind doch SMS aus dem Ausland gar nicht mehr. Aber echt. Das ist schon eine Weile her. Okay, dann 3 Jahre. Dann gestehe ich dir das noch zu. Ja, aber das mit der SMS aus dem Ausland hatte damit nicht viel zu tun. Geht sowieso darum, so wenig wie möglich zu schreiben. Ich bin auch so ein Mensch, der versucht, die Zeichenzahl komplett auszureizen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich mit einem wappfähigen Handy damals auf so einer SMS-Internetvermittlungsseite aus Holland irgendwie total viele SMS auf meinem Nokia-Klotz, obwohl Klotz hatte schon relativ in Anführungsstriche gutes Betriebssystem drauf, die ganzen SMS vorgeschrieben habe und dann mich einmal mit dem Internet verbunden habe, was ungefähr 1,50 Euro oder so gekostet hat, die ganzen SMS übertragen habe an diesen SMS-Service-Provider, der die dann verschickt hat. Das war dann im Endeffekt günstiger, als die 10 SMS zu schicken. Aber da habe ich mir irgendwie, ich weiß nicht, das war auch irgendwie mein Hobby. Jeder hat Hobbys. Oh Mann. Ja. Das war schon schlimm. Aber was mich überrascht hat an dieser Infografik, die Knut da in seinem Blog eingebunden hat, ist, dass, was heißt überrascht, aber interessant fand ich es zumindest, dass die Zahl der verschickten SMS stetig steigt. Also auch in 2012 eine Steigerung seit 2006 erkennbar ist. Was ich mich dann so jetzt gerade in den Zusammenhang, dass ich gerade reingeguckt habe in meine SMS, frage, wie ist eigentlich der Anteil an Mobile-Tanz? Die werden ja immer beliebter. Wie ist eigentlich der Anteil so zum Beispiel an eben Info-SMS, zum Beispiel Google-Kalender oder Server-Monitoring? Weil ich weiß, dass extrem viele Firmen ihr Server-Monitoring über SMS benachrichtigen lassen. Auf das Bereitschaftshandy. Ich würde auch tippen, dass es einfach aufgrund der Flatrates sehr viel mehr SMS ja, genau. gibt, die dann irgendwie aus für Zeichen bestellen. Kommst du heute Abend noch? Nein. Warum? Kommt meine Lieblingsserie. Okay, welche denn? Stunde Liebe. Keine Ahnung. Ja. Nee, ich hatte ja auch schon mal gesagt, dir, dass es in meiner Verwandtschaft ein Mädel gibt, was so zwischen 10 und 15 Jahre alt ist, sag ich mal. Und die mal gesagt hat, irgendwie, wenn jemand kein Aldi-Talk hat, dann schreibe ich nicht mit dem. Weil es kostet dann irgendwie, was weiß ich, 9 oder 11 Cent, ich habe keine Ahnung. Aber wenn derjenige bei Aldi Talk ist, kann man halt irgendwie für 3-4 Euro im Monat mit dem so viel telefonieren und SMS schreiben, wie man will. Und für die ist halt echt so ein, die haben halt kein Internetpaket gebucht und die schreiben halt SMS wie verrückt. Na super. Ja, aber warum? Ja, also in dem Fall ist es jetzt so, dass die Eltern sogar ihr das Internetpaket nicht erlauben. Das verstehe ich sowieso nicht. Leute, die ein Smartphone haben und kein Internetpaket haben. Ja, der Display ist so hübsch und groß und bunt.
Das ist ein Smartphone, das braucht Internet, hör auf, es zu quälen. Ja, aber guck mal, die ist jetzt 11 Jahre alt und die Eltern meinen dann noch zum Beispiel irgendwie einen gewissen Einfluss drauf ausüben zu wollen, was sie im Internet sieht, ne? Oder dass sie erstmal keinen Internetzugriff hat, außer auf den gemeinschaftlichen Rechner, der irgendwo im Haus steht. Und da ist halt dieses Paket, sag ich mal, aus deren Sicht ganz interessant oder aus ihrer Sicht auch. Ja. Ja. Das finde ich ja überhaupt schon krass, dass Kinder in dem Alter Smartphones haben. Bei uns war es ja irgendwie früher noch Ungewöhnlichkeit, in dem Alter überhaupt ein Handy zu haben. Und ein Klumpenhandy. Ja, die Zeit schreitet voran. Aber ich sehe jetzt irgendwie Kinder. Ja, aber was machst du, wenn du jetzt ein erstes Handy ausstatten willst? Willst du ihr dann ein Nicht-Smartphone holen, obwohl das genauso teuer ist, womöglich? Ja, nein, aber ich sehe so Kinder, die ich auf 12 schätze, mit dem iPhone 5 in der Bahn sitzen. Jetzt ernsthaft. Ja. Aber alle in der Schule haben das. Ja. Ich muss das auch haben. Ich war gerade mal kurz für 10 Sekunden irgendwie, habe ich nichts mehr gehört. Ist nichts Wichtiges passiert, oder? Oh. Schön, irgendwie, dass du auf einmal habe ich dieses USB-Trennungsgeräusch gehört. Und zwar nicht aus dem Headset, sondern aus den Boxen, die hinten angeschlossen sind. Und dann muss ich schnell mal gucken, was los ist. Okay. Ja. Bei meiner Schwester war es auch so, alle meine Freunde haben ein iPhone, ich möchte auch ein iPhone. Ja, wenn alle Freunde das haben. Dann kannst du auch Zeitungsaustragen gehen für 3 Jahre und dir kaufen. Eigentlich ein interessantes Konzept. Das sollte ich mir merken. Ja. Ja, ist schon interessant mit dem SNS. Ja. Ja. Wann habt ihr das letzte Mal eine geschrieben? Vor 2 Wochen oder so, schätze ich. Meine letzte Woche Mittwoch, weil es so ein Mensch war, der das Internet ausstellt und damit das halt ankommt, muss ich eine SMS schreiben. 9 Cent. Ich bin nicht geizig. 9 Cent. Übel. Jetzt hörst du mal auf, das läppert sich. Ja, keine Ahnung. Stell dir mal vor, man macht das 10-mal, dann sind das 90 Cent. 90 Cent. Jetzt rechne das mal in D-Mark um. Und dann in Reichsmark erstmal. Richtig. Okay, ich muss jetzt echt lange suchen. Im September 2012. Oh Gott. Na, ich würde jetzt noch fast in meine Online-Statistik gucken, aber ich glaube, das wird zu lange dauern. Wie viel SMS ich im Monat schicke? Ich glaube, das sind nicht über 5. Aber immerhin noch ein paar. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie ich das mal schreiben sollte. Was? Du musst doch die Nummer der SMS-Zentrale in den Einstellungen aktivieren. Nee, ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr nötig. Tja. Nee, also irgendwie für mich ist SMS reinweg nur ein Benachrichtigungsmedium für, falls mal doch kein Internet da ist. Ja. SMS-Thema weg. Genau, Thema Internet. Du hast da noch so ein Crowdfunding. Genau. Wo ich noch einmal kurz drauf eingehen wollte, ist, dass Tim Pritlove, den kennen vielleicht einige von zum Beispiel Not Safe for Work, der Meta-Ebene-Produktion, die es so gibt, viele andere, Chaos Radio Express zum Beispiel ist, glaube ich, das bekannteste Format von ihm. Da gibt es momentan eine Diskussion zu einer sehr wahrscheinlich bald anstehenden Crowdfunding Aktion. Und da geht es halt darum, dass ja mittlerweile dieses Pudlove Publisher WordPress Plugin relativ weit vorangekommen ist. Mittlerweile ist es da halt schon möglich, also es handelt sich halt um ein Plugin, mit dem es möglich ist, Podcasts zu veröffentlichen, welches wir hier bei der Brodhoffen Couch noch nicht einsetzen, weil es erst in der Alpha-Version ist. Aber sicherlich, wenn es ein bisschen weiter fortgeschritten ist, wird das auch hier
Einsatz bin, gehe ich mal von aus, wenn wir das ein bisschen besprechen. Und da ist halt ganz interessant, dass es momentan schon möglich ist, dass es eine relativ strikte Trennung zwischen Blog- und Podcast-Inhalten gibt, dass man da halt sagt, ja, das sind, ja, sagt eigentlich schon das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, dass es Kapitelmarken gibt und dass mehrere Multimedia-Dateien unterstützt werden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt haben wir auch einen Podcast, in dem Kapitelmarken unterstützt werden, eine AAC-Version, und dort ist es dann halt möglich, zwischen den verschiedenen Themen zu springen. Bei uns auf der Homepage ist es momentan noch nicht möglich, direkt ja auf dem Blog selbst zwischen den Inhalten zu springen, und deswegen wäre das Plugin eigentlich ganz interessant. Nun möchte Tim die zwei Entwickler, die maßgeblich dafür zuständig sind, die das bisher entwickelt haben, quasi freikaufen von ihren bisherigen Jobs und da so tolle Tools entwickeln, wie zum Beispiel das Migrationstool für PodPress und PowerPress-Installationen oder eine sehr weitreichende Integration von Auphonic oder auch, sag ich mal, eine starke Barrierefreiheit. Und deswegen soll es bald ein Crowdfunding-Projekt geben, in dem man Geld überweisen kann, damit das Projekt vorankommt. Und dazu findet momentan eine Diskussion statt, und die können wir ja eventuell einfach mal auf unserem, ja, hier in den Shownotes verlinken. Das war es eigentlich schon, was ich dazu sagen wollte. Oh. Ja. Und wenn es dann soweit ist, werden wir eventuell nochmal darauf hinweisen, kurz Bescheid sagen, was da los ist. Und ja. Ja. Klingt nach der Sache. Ja. Um das ganze Podcasting mal ein bisschen weiter zu treiben. Ja. Klingt nach einem sinnvollen Projekt. Das Einzige, was mich daran stört, WordPress. Ja, okay, ja, ja. WordPress ist natürlich ein Gefrickel, ne? Aber ich meine, du hast jetzt, sag ich mal, eher so eine tendenziell selbstgebastelte Lösung, ne? Man muss ja auch irgendwie sich auf eine Sache einigen können, die jetzt auch jemand anwenden kann, der sich nur ein bisschen auskennt oder so, ne? Ist halt schwer, irgendwie sowas zu finden. Ja, das Problem, was ich halt immer habe, ist WordPress am besten gehostet bei einem, ich darf niemanden niedermachen, bei einem mich zum Beispiel deutschen Anbieter, bei dem du, glaube ich, auch bist, der standardmäßig nur, ich glaube, 30 Datenbankverbindungen zulässt, und dann WordPress in der Standardinstallation mit irgendwelchen lustigen Plugins, die natürlich jeder seine eigene Datenbankverbindung aufmachen, und dann hast du tatsächlich mal 5 Besucher auf deiner Seite und deine Seite ist down. Das ist halt so WordPress. Weil kommt in der Standardinstallation, kann es halt zwar blocken, aber es ist nicht dafür ausgelegt, skalierbar zu sein oder sonst irgendwas. Dann ja, okay, aber sagen wir mal, bis zum gewissen Popularitätslevel, sag ich mal, dann ist es, okay, 5 Besucher, das ist jetzt schon relativ niedrig gegriffen, aber ich sag mal, so eine Standard-WordPress-Installation kommt jetzt, sag ich mal, erstmal relativ lang aus. Ich habe schon WordPress-Blogs mit weniger als 5 Besuchern abgeschossen. Was? Ehrlich? Ja. Aber die waren dann auch teilweise mit den Plugins irgendwie komisch konfiguriert, oder? Naja, das, was im Plugin Directory rumfliegt, ist oftmals absoluter Schrott. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wer diese Plugins schreibt, kann ich es auch vollkommen nachvollziehen, warum es Schrott ist. Das sind dann irgendwelche Leute, die keine Ahnung von irgendeinem Programmierthema haben, die sich dann aus irgendwelchen Beispielen im Internet ihr Plugin zusammenkopieren und dann noch vielleicht ein paar Ideen da einfließen lassen. Und dieses Ding ist halt so ineffizient entwickelt und verbraucht so dermaßen Ressourcen, dass du einfach damit dein komplettes WordPress zerlegst. Und sowas wird dann halt ins Plugin-Verzeichnis übermittelt, weil es wird ja von keinem geprüft, was da drin ist. Und dann installierst du dir halt so ein Plugin, womit ich jetzt nicht sagen will, dass diese großen Plugins wie PodPress etc., dass die so absolut scheiße sind. Da sind schon Entwickler hinter, die auch ein Stück weit Ahnung haben. Aber so diese ganzen kleinen Plugins sind mir halt zu meinen WordPress-Zeiten diverse von über den Weg gelaufen, wo ich mir den Source Code angeguckt habe und nur noch dachte, was für ein Vollidiot hat das Ding gebaut. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt halt nicht das Wissen hat, was du hast, und man möchte gerne bloggen, dann
und man möchte da eventuell auch dies und das in der Sidebar oder wo auch sonst einbauen, dann geht das. Ich weiß nicht, wo geht das denn sonst dann? Ich frage es halt, kommst du mit einem der Anbieter klar, die dir fertige Blogs anbieten? Oder muss es unbedingt dein eigenes WordPress irgendwo sein? Weil auch WordPress.com, ich glaube, nee, war .org oder .com, die kommerzielle. Also .com. Die, gut, also auch WordPress.com wird von Systemadministratoren betrieben, die Ahnung haben. Klar, du kannst damit nicht das machen, was du mit dem eigenen WordPress machen kannst. Logisch. Dafür sorgen sie dafür, dass der Server das Ganze überlebt. Ja. Und dass dein Blog halt auch ein paar Benutzer aushält. Ja. Andererseits Blogger, keine Ahnung, Templates dafür schreiben ist absolute Grütze. Aber ja, es geht. Ja. Und dann auch, wenn es zu dem passt, was du haben willst, gut, ist jetzt, ich kenne es jetzt direkt als Eigenwerbung, weil es ist mein Arbeitgeber. Du kannst ja auch bei Jimdo eine Seite anlegen, kostenlos mit einem Blog drin. Mhm. Also es gibt genügend Anbieter, die selber Informatiker da haben und dafür sorgen, dass die Seiten ordentlich laufen. Die Frage ist halt einfach, musst du ein eigenes WordPress haben, was du nicht warten kannst, weil du A, keine Ahnung von der Programmierung hast, B, keine Ahnung von Systemadministration und C, überhaupt nicht prüfen kannst, was du da eigentlich gerade tust und was für ein Plugin du da gerade reinschmeißt. Aber es wird uns doch immer, zum Beispiel von Sascha Lobo, gepredigt, gepredigt, dass man eigene Blogs haben soll, da Unternehmen kommerzielle Interessen vertreten und die Inhalte quasi nicht mehr sein eigen sind. Und da muss man doch irgendwie eine Strategie haben, auch wenn man keine Ahnung hat, wie man Inhalte veröffentlicht. Ich weiß es nicht. Du kannst natürlich auch einen Systemadministrator bezahlen, der dir die Arbeit abnimmt. Und was kostet? 100 Euro im Monat? Gewöhnst du dich an die Preise, also Freelancerpreise in Hamburg liegen so um die 70, 80 Euro pro Stunde plus Mehrwertsteuer. Also initial 1000 Euro und danach vielleicht 200 Euro im Monat. Kein Ding. Gewöhnst du dich an die Preise. Ja. Du hast ein iPhone, du musst dir das doch leisten können, oder? Naja. Ich kaufe eine iPhone-Version mal nicht und kaufst du dafür einen ordentlichen Blog. Ja, okay. Würdest du sagen, dass Blogger besser als WordPress ist oder andersrum? Oder sind die gleich doof? Oder? Es kommt einfach auf die Benutzer an. Es kommt auch einfach auf die Benutzergruppe an, weil Blogger ist halt selber schon wieder eine Community. Wenn du da die ganzen Mode-Blogger dir mal anguckst, die sind alle irgendwie .blogspot.com. Das ist so eine Gemeinschaft einfach schon. Du willst dann nicht zu WordPress.com gehen, weil da bist du aus dieser Gemeinschaft raus. Ich sollte wechseln. Ich will auch nicht mit den Beauty-Bloggern in einen Kasten. Und also. Zu spät. Und vor allem, du hast es gerade selbst getan. Ja. Rettet es mich irgendwie, dass ich bei euch mit dabei bin und ihr einen WordPress-Blog habt? Nein. Scheiß aber auch. Das ist der Podcast, nicht dein privater Blog. Ah, verdammt. Ja. Mal schauen. Aber die Podcasts, zumindest für die auf der Abonnentenseite, nehmen die ja nicht so viel Datenbankanfragen in Anspruch, wenn sie einen Client benutzen. Deswegen könnt ihr uns weiterhin abonnieren. Ja. Ja. Das war es eigentlich auch schon, könnt, oder? Für heute. Genau, ihr könnt uns weiter abonnieren und ihr könnt uns weiter hören und uns weiter immer viele Kommentare schreiben. Hm. Und dann erzählen wir euch auch was über Freundschaften nach der Schule und Verhütung. Genau. Ja. Ja. Also ihr seht, es wird auch in diesem Jahr wieder Folgen geben. Jetzt, da die Krankheitsphase so langsam wieder durch ist. Mit der Stimme sagst du das. Okay, Entschuldigung. Er hört sich doch schon wieder gut an. Möchtest du mir irgendwas mitteilen? Ich hätte dich vorher mal gern gehört, aber das hört sich jetzt schon relativ übel an. Ich hätte so einen regelmäßigen Abstand mal so ein Audiobuch aufnehmen sollen, damit man jetzt vergleichen kann, wie beschissen es war. Okay, okay. Projekt Podcaster, die krank sind. Nächstes Mal, wenn wir krank sind, jeden Tag einen Testsatz. Ja. Dann im Verlauf. Oh. Aber ja, er hört sich an. Mir geht's so schlecht, ich bin so depressiv. Mir geht's so schlecht, ich bin nicht mehr ganz so depressiv. Ich hab heute schon wieder nicht gekotzt. Okay.
Oh, Wein. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ich glaube auch. Das halten unsere Hörer nicht aus, dass so die erste Folge im Jahr dann gleich wieder so was. Ja. Wir wollten euch doch nicht gleich verschrecken. Nee. Na gut. Dann vielen Dank für den Download der Folge und auch für die Live-Beteiligung. Und dann würde ich sagen, ihr findet uns auf bullaffencoach.de und bei Twitter bei @bullaffen. Könnt uns gerne Kommentare oder Tweets zukommen lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssen.